Moin Moin und willkommen zu K-Mechanik Simulator 21. Habe ich schon mal gespielt, ist ein sehr schönes Spiel. Besser als die letzten Simulatoren, die sie rausgebracht haben, mit allen DLCs, die derzeit verfügbar sind. Das heißt, Inhalte zum Runterladen ist, wie ihr seht, einmal alles vorhanden. Wir spielen ein neues Spiel. Warum muss ich meinen Namen eintippen? Der steht doch schon oben. Mal gucken, ob ich den auch richtig geschrieben habe. Ja, ist passend. So, Profilnamen. Wir haben hier vier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Einmal den einfach, das heißt, es ist der klassische Spielmodus, perfekt für Anfänger. Das heißt, für Leute, die das noch nie gespielt haben oder einfach keine Ahnung da haben oder sich einfach sagen, ich möchte das ganz entspannt spielen, ohne große Wenn und Aber. Dann kann man den einfachen spielen, den normalen klassischen Spielmodus, regelmäßige Aufträge mit ansteigenden Schwierigkeitsgraden. Experte nur für erfahrene Spieler, ohne Beschreibung. Teil- und Schraubumrisse, doppelter XP-Gewinn. Sandbox gibt es zum Beispiel. Das heißt, unbegrenztes Geld und Schrott, komplette ausgerüstete Werkstatt, Aufträge, Story sowie Erfolge sind in diesem Modus deaktiviert. Wir wollen natürlich den Story-Modus spielen, der sehr, sehr, sehr lang ist, muss ich dazu sagen. Und ich überlege gerade, ob ich nicht den Experten nehme. Und ich glaube, wir werden das Ganze auch einmal auf Achso, da muss ich das aussuchen. Du kannst übrigens auch dann reinschreiben in der Beschreibung Expertenmodus. Weil mein Moderator ist ja gleichzeitig mein Editor. Das heißt, ich kann das eigentlich bei OBS rausnehmen. Willkommen bei K-Mechanik Simulator 21. Dies ist deine neue Werkstatt. Schau dich um, lerne deinen neuen Arbeitsplatz kennen. Dir stehen alte, angepasste Tankstelle. Ne, dir steht eine alte, angepasste Tankstelle. Einschließlich Umgebung zur Verfügung. Erledige Aufträge, kaufe und restauriere Autos und erweitere deine Werkstatt. Ja, das ist quasi unsere Werkstatt, wo ich sage, ich muss sagen, ich habe es ja, wie gesagt, schon einmal gespielt. Als ich das erste Mal das gesehen habe, habe ich gedacht, boah, geil. Mitten in der Pampa hast du eine Werkstatt. Eine Tankstelle, die nicht funktioniert. Es ist halt keiner da. Also wir können uns einmal umsehen. Oben rechts sieht man auch die derzeitige Version des Ganzen. Wie gesagt, Tankstelle ist zu. Es ist niemand da. Ja, also wir leben hier quasi alleine. Hier kann man nochmal reingehen, da gehen wir gleich rein. Das ist hier die ganze Straße. Da haben wir unseren Abschleppwagen, den wir zwischendurch mal nutzen. Auto Repair, Route 66, Speed Limit von 35. Und ich kann übrigens nicht auf die Straße gehen. Habt ihr eigentlich auch mal ein Auto? Da kommt, glaube ich, ein Auto. Man hört ihn auch so ein bisschen. Wir können auch ein bisschen schneller laufen. Ich kann mal kurz gucken. Option ist die... Das ist, glaube ich, etwas alles zu leise. Bloom-Effekt. Ich lasse erstmal alles hier eingestellt. Ich muss mal kurz gucken. Allgemeine Lautstärke. Lass mal 50. I can dance. Achso, ich muss das noch speichern. So, oder ich mach das mal so ein bisschen auf 50. So, da gehen wir gleich rein. Das ist unsere Werkstatt, die wir mit späterem Verlauf übrigens anpassen können. Wir haben hier eine Bank und da ist eine Rose drauf. Ja, also in Gedenken an... kann ich jetzt nicht lesen. Und hier haben wir übrigens rechte Taste, wenn wir die Sachen einmal abrufen. Das, meine lieben Kinder, ist eine Telefonzelle. Das hat man in den Jahren genutzt, wo man noch kein Handy hatte. Da hat man Geld reingeschmissen. Ja, und damals hat man auch eine Telefonkarte gehabt. Ach, das mit Phil Collins. Ja, ja. Ja, ja, Genesis. Ja, ja. Ja, aber den hinteren Teil unserer Werkstatt. Da. Ja, genau. Ja, stimmt. Das könnte wirklich von da sein, dass das als Idee genommen ist. Das würde sogar passen. Hier kommen mit der Zeit neue Sachen hin. Ja, das werde ich jetzt nicht verraten, was da hinkommt. Vielleicht hat es der eine oder andere schon selber gespielt. Hier kommen mit der Zeit auch Sachen rein. Das öffnet sich nachher. Hier hinten haben wir nochmal den Weg. Da haben wir zum Beispiel Pause machen. Coca-Cola. Ja, Cola-Werbung. Ganz schlimm. Hier kommen wir noch nicht rein. Ja, also hier ist so eine kleine Ecke, die wir hier haben. Hier kommen wir übrigens auch noch nicht. Doch, kommen wir rein. Und das ist übrigens unsere Werkstatt. Für den Anfang. Ich muss sagen, wir sind alleine hier. Hier, das können wir alles noch freischalten. Ja, das werden wir auch mit der Zeit freischalten. Hier, guck mal, extra schön Kalender 2021. Und Werkbank haben wir hier. Wir haben eine Werkzeugkiste mit Zebra-Rolle, ganz wichtig.
Ja, wir haben einen PC, wo wir Sachen bestellen können. Wir haben hier Schraubenkiste. Also das, was man in der Werkstatt alles braucht. Telefon, ganz wichtig. Da können wir dann gleich die ersten Aufträge annehmen. Den Bus, der hier irgendwie seit Ewigkeiten steht, den man hier nicht benutzen kann. Ja. Hier haben wir noch so ein paar Kisten stehen. Ich mach die Musik gleich mal ein bisschen leiser. Achso, die hörst du kaum. Warte, ich mach dann mal eben... Bei mir ist die ziemlich... Ist die ziemlich laut? Nein, nee, schon okay. Jetzt müsstest du es besser hören. Wenn ich jetzt bei mir ein bisschen leiser mache, dürfte das nicht ganz so laut sein. Ich hoffe, dass da jetzt kein Copyright drauf ist. Aber ich denke mal nicht. So, wir gehen ans Telefon. Das ist der erste Auftrag. Hallo, ich komme zufällig an deiner Werkstatt vorbei. Es ist gut, dass sich jemand um diese alte, heruntergekommene Tankstelle kümmert. Einspruch. Erinnert ihr euch an Stardew Valley, als man dann die Hütte des Opas übernahm? Das war dieser erste Eindruck, wo ich diesen Text gelesen habe, dass man irgendwie von der Verwandtschaft das übernommen hat. Und ihr seht, mit der Zeit kommen immer wieder neue Autos rein. Das Auto, mit dem ich heute komme, habe ich erst vor kurzem gekauft. Es wurde täglich benutzt. Der Zustand ist ganz okay. Ölstand und Reifen müssen mal geprüft werden. Das sollte für dich kein Problem sein. Wenn du das gut machst, sehen wir uns bestimmt bald wieder. Wir sehen uns. Das heißt, den Auftrag kann ich jetzt annehmen. Fragezeichen ist jetzt natürlich, was ist jetzt gemacht worden an dem Auto? Jetzt habe ich sehr lange Ladebildschirm und er ist dreckig. Ja, also er ist dreckig. Den können wir zum Beispiel bewegen und sagen, auf die erste Hebebühne. Dann gehen wir wieder automatisch in die Werkstatt rein. Den machen wir mal eben auf, dann gehen wir wieder zum Telefon und haben hier sonstige Aufgaben, 36%. Das, was jetzt hier hell angezeichnet ist, das ist quasi das, was wir machen sollen. Das heißt hier wieder Auto, den schieben wir einfach mal im Werkstatteingang C. Ich weiß nicht, warum wir das jetzt als Ladebildschirm immer machen muss. So. Dann machen wir einmal Aufbocken. Normalerweise ist das immer auf der linken Seite, aber in dem Fall ist es jetzt hier auf der Seite. Es ist auch nicht umrandet übrigens, der, was ich anklicken muss. So, wir gucken mal. Dein Auftrag. Was hast du denn für ein Problem? Bremsbeläge, Kraftstoffpumpe, Ölfilter, Vergaser. Ach, Luftfilter. Ölfilter auch. Reifen, Sommer. Das sollen wir einmal alles wechseln. Das heißt, Luftfilter, den haben wir hier oben. Ja, also es ist komplett alles nicht umrandet. Also es ist quasi so wie im Real Life. So, jetzt muss ich erstmal gucken mit der Steuerung. Haben wir denn hier schon den das Diagnosewerkzeug? Nein, wir haben nur ein Ablasswerkzeug. Die Reifen werden wir da gleich mal gucken. Das heißt, was hattest du noch? Den Luftfilter sollen wir einmal tauschen. Kraftstoffpumpe, die müsste hinten sein. Habe ich schon das Tablet? Nein. Wie komme ich denn ins Menü? Ich muss mal kurz gucken. Einkaufsliste. Inventar, da. Das heißt, hier bin ich im Inventar und kann dann die Leertaste drücken, dann habe ich das Ganze einmal ins Menü hinzugefügt. Da ist die Kraftstoffpumpe. Ich gucke gleich, Sekunde. So, Einkaufsliste. Dann müssen wir einmal Reifen gucken. Da will er wahrscheinlich neue haben. Das ist kein Garant für ein gutes Auto. Was ist kein Garant für ein gutes Auto? Achso, warte, ich muss erstmal gucken. Täglich benutzt kann, aber trotzdem heißt nur 10 Kilometer und Unterbau aus, glaube ich. Ja, das ist richtig. Aber du hast eine Respawn-Möglichkeit, wenn wir wieder in den Schraubenschlüssel der Stirn steckst. Nein, das war kein Schraubenschlüssel. Das war ein Schlitzschraubendreher, den habe ich mir in die Stirn gerammt, weil ich abgerutscht bin beim Schrauben. Gibt es auch eine Geschichte zu. ich bin gelernter Kfz-Mechatroniker und ich war damals noch in der Lehre und habe bei einem VW Polo hinten die Bremsen gemacht. Das heißt, der Trommelbremsen, und da muss das Radlager auch rausnehmen, also was da vorkommt. Das habe ich rausgenommen, habe dann alles wieder zusammengebaut und beziehungsweise haben neue Sachen eingebaut. Und da war das Problem, dass wir da dass ich den nochmal rausnehmen musste. Den Spind hatte ich schon reingemacht. Und beim Spind war das Problem, ich musste vorher noch was anderes reinmachen. Und habe meinen Gesellen Stunden vorher gefragt, ob er mir den Schlitzschraubendreher anspitzen könnte. Habe ich keine... okay, habe ich nicht. Und er sagte, ja, kann ich dir machen. Den hat er mir angeschliffen.
Nein, ich möchte den nicht verkaufen. Und den habe ich dann genommen und habe dann versucht, den Splint, genau, ich habe den Splint erst reingesteckt, obwohl der Splint gar nicht als erstes rein sollte. Und habe dann versucht, den Splint rauszuziehen. Was nicht geklappt hat, dann habe ich versucht, einen Seitenschneider zu nehmen und habe versucht, den Splint rauszukriegen. Hat nicht funktioniert. Und was lag natürlich rechts neben mir auf dem Hebelarm? Natürlich der Schlitzschraubendreher, den mein Geselle gerade angeschliffen hatte. Und den habe ich genommen, habe das Ding dann so ein bisschen bewegt, bin reingegangen, habe den Splint rausgezogen. Der Splint ist rausgefallen, habe in dem Moment weggeguckt, Gott sei Dank. Und habe mir dann mit der Hand, oder weil ich abgerutscht bin, mit der rechten Hand den Splint genau, genau zwischen den beiden Augenbrauen in die Stirn gerammt. Ich habe mir auch nichts dabei gedacht. Und bewegen, erste Hebebühne. Und habe mir dann nichts dabei gedacht, habe das dann einfach wieder rausgezogen, weil ich habe mir gedacht, hey, ja, passiert mal, ist ja jetzt nicht ganz so schlimm. Und als ich dann gemerkt habe, dass mir so ein bisschen schwummerig wurde, mal kurz gucken, wo der Ölfilter ist hier bei dem Auto, habe ich dann gemerkt, beziehungsweise nachdem ich dann auf den Boden geguckt habe, habe ich dann gemerkt, dass ich dann blute. Und in dem Moment war mir dann klar, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann habe ich dann auch gesehen, dass ich da mir irgendwas in den Kopf gerammt habe. So kann ich die... Nein, du sollst die Schraube hier entfernen. Ne, warte mal, muss ich den jetzt... Achso, ich muss den, glaube ich, benutzen, ne? Okay. Und habe mir dann den Schlitzschraubendreher im Kopf gerammt. Und mein Geselle hat gebrüllt. Ja, das war Stuffi. Hat gebrüllt. Sag mal, Junge, was machst du da? Weil er gerade in dem Moment im Büro saß, ich gucke ihn so rüber, wieso, und dann sagt er, Junge, du blutest. Ich sag so, wie ich blute? Ja, du blutest. Und ich habe es gar nicht registriert, dass ich geblutet habe. Und habe mich dann auch gewundert, bin dann in den Spat reingegangen, habe meine Stirn sauber gemacht, um zu gucken, was da jetzt Sache ist. Und habe dann auch sehr sparsam geguckt und als ich dann gesagt habe, ja, ich habe den Schraubendreher genommen, den du mir vorhin angeschliffen hast, aber ich habe das jetzt auch nicht so wirklich registriert und dann, es war übrigens mitten in der Woche, nee, es war freitags war das sogar, freitags war das, Chef wollte eigentlich an dem Tag, guck mal, ich habe hier doch die Lupe, Inspektionsmodus, der wollte eigentlich in den Urlaub mit seiner Frau damals und sagte dann so, ja, Jungs, ich bin dann jetzt im Urlaub, ich wünsche euch, eine schöne Woche. Er war halt auch nicht lange weg. Ich kann euch ja allein lassen, ne? Und wir so, ja, Chef, Sie können uns ruhig alleine lassen. Warum blutest du? Ach, ich habe mir gerade nur den Schlitzschraubendreher in den Kopf gerammt. Okay, ich bin da mal im Urlaub. Bringt euch nicht um. Ja, das war quasi die Geschichte. Man sieht die Narbe übrigens immer noch. Doch, das war die Zeit, wo er über die Route 66 gebrettert ist. Der hat nämlich damals von uns allen und auch von Freunden und Familienmitgliedern hat er damals Geld dazu bekommen und damit er dann für 2 Wochen nach Amerika konnte und dann mit dem Motorrad über die Route 66 fahren konnte. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was will denn hier Reifen haben? Lass mich mal kurz gucken. Auftrag. Muss ich die Reifen jetzt neu machen? Fahrzeuginfo. Sommerreifen. Der möchte 4 neue Sommerreifen haben. Das ist quasi die Geschichte, wie ich mir quasi den Schraubendreher in den Kopf gerammt habe. Und jedes Mal, wenn ich den Car-Mechanik-Simulator spiele, oder jedes Mal, wenn ich versuche, über Geschichten zu erzählen, damals aus der Werkstatt, ist das erste, was mir eingefallen ist. Ich kann übrigens den Controller wieder weglegen, fällt mir gerade ein. Den kann ich mal weglegen, denn ich brauche mal eben einen Block. Wir müssen uns nämlich gleich aufschreiben, was das für Reifen sind. Wir werden mal alle 4 neu machen. Und da ist nämlich auch so ein paar Sachen, die man beachten muss. Aber wie gesagt, ich muss jetzt wieder reinkommen in das Spiel. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir brauchen... Also man kann das übrigens auch nochmal aufwerten. Sommerreifen sind das ja, aber die... Brauche ich nicht. Also er hat beide 17%. Ich möchte die abziehen. Nein, nicht abziehen, abziehen. Nicht aufziehen, abziehen. Was hattest du da noch gemacht? Oh, ach, die Hand. Ja, ich habe an der rechten Hand, habe ich mir die, also im obersten, also neben den Daumen der Finger, habe ich
mir damals eine Pulsader aufgeschnitten, weil da mich genau dann auf Ader herläuft. Wir hatten damals nicht viel zu tun und ich war, glaube ich, im zweiten Lehrjahr. Und der Chef sagte so zum Gesell, lass den Jungen doch auch mal schrauben, damit er das lernt. Von denen brauchen wir 4 Stück. Und sagt er, ja, können wir ja machen. Ich schreibe mir mal die Größe auf. 215. 75. 15. Früher wusste ich genau, was das war. Mittlerweile weiß ich es nicht mehr. Sommerreifen. Von Poize. Prinze. So. Nein, also der Chef sagte dann, lass die Jungen doch auch mal ein bisschen was machen, damit er das lernt, weil wie gesagt, zweite Lehre, da habe ich nicht viel was gemacht. Einkaufsliste, jetzt muss ich ja wieder zum PC, ich habe den Tablet noch, das Tablet noch gar nicht. Und sollte dann quasi den Zahnriemen machen, sollte dann die Schrauben lösen, die Spannrolle lösen und das habe ich dann auch gemacht, bin dann abgerutscht, jetzt habe ich mir die Reifengröße gar nicht aufgeschrieben, bin dann abgerutscht, ach doch, habe ich doch aufgeschrieben, bin ich denn doof, bin dann abgerutscht und habe mir dann quasi mit der Hand das Ganze aufgeschlitzt, also den Knöchel und das ist auch scheiße, ich bin abgerutscht, was normalerweise der Spruch von unserem Gesellen war. Er sagt dann, ja, mach eben was drauf und dann machen wir dir gleich ein Pflaster drauf. Und das Problem war, es hat nicht aufgehört zu bluten. Es wurde mit der Zeit so schlimm, dass er mich wirklich zum Arzt fahren musste und sagt dann noch, lass dich nicht krank schreiben. Und der Arzt so, ja, das können wir aber nicht nähen, weil das die Haut zu eng ist, also zu dünn ist, nicht zu eng, zu dünn. Und das müssen wir dann notdürftig flicken. Das heißt, der Arzt hat dann mir quasi um der halben Hand rum so ein langes Pflaster gemacht und das dann zusammengezogen und dann sagte er, sie dürfen die Hand jetzt 2 Wochen nicht bewegen. Bin dann zur Firma gegangen mit einer Krankmeldung für 2 Wochen und mein Chef meinte dann so, du solltest den Jungen zeigen, wie man eine Schraube losmacht, nicht wie man krank feiert. Und ich habe trotzdem gezockt, ja. Mein Chef war überhaupt nicht begeistert. Weil nach den 2 Wochen war ich dann nochmal 2 Wochen weg auf den Lehrgang. Ja. Das ist das halt. So, wir wuchten einmal. Jetzt komme ich hier gar nicht dazu, das alles zu erzählen. Wuchten müssen wir auch machen. Das heißt, überall wo grün ist, werden dann diese Gewichte dran gemacht. So, den können wir einmal abziehen, den nächsten drauf machen. Habe ich gar nicht erklärt, was hier was ist. Weil die jetzt mir die Geschichte erzählen lassen hat. Es gibt aber noch eine schöne Geschichte. Damals in der Lehre, auch, also es war halt sehr viel in der Lehre, ich war 5 Jahre in dem Betrieb, 4 Jahre Azubi und 1 Jahr Geselle, oder ja doch so ungefähr. Da war ich auf einem Lehrgang und wir hatten Praktikanten und wir hatten ja auch damals einen Abschleppservice dabei und da haben die ein Auto abgeschleppt, wo die Batterie ausgelaufen ist. Beziehungsweise es war ein Unfallfahrzeug und da ist die Batterie ausgelaufen. Also das heißt, auf dem Plateau drauf. Ich muss dann kurz was trinken. Und da war es so, dass dann der Mitarbeiter gesagt hat, zum Praktikanten, hol mir mal eine Kanne mit Wasser. Der Praktikant rennt rein, holt eine Kanne mit Wasser. Da war Wasser drin. Rennt wieder raus, bringt ihm die Kanne. Er sagt der Typ zu ihm, du sollst mir eine Kanne mit Wasser holen, nicht mit bisschen Wasser. Rennt wieder rein, guckt meinen Gesellen an, also quasi mein anderer Mitarbeiter. Was sollte ich nochmal holen? Er so, ich weiß nicht, was du holen solltest. Rennt nochmal raus, was sollte ich nochmal holen? Der Mann auf dem LKW, der auf dem Plateau stand, der hat dann rumgebrüllt, du Idiot, du sollst mir eine Kanne mit vollem Wasser holen. Der Kurze rennt wieder rein, holt ein bisschen Wasser, rennt wieder raus und gibt dir die Kanne. Du Idiot, das heißt, mir eine Kanne mit Wasser holen. Ja, aber da ist doch Wasser drin. Wo ist da Wasser drin? Also es war schon eine sehr interessante Geschichte. Der Chef hat sich in die Ecke gestellt, der konnte nicht mehr voll lachen. Der Geselle hat das gar nicht mitbekommen, weil war halt draußen.
Und es war eine sehr schöne Geschichte. Und ich habe leider damals nicht alles mitbekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt auf Lehrgang war. Ja, also. Bisschen doof gelaufen. Jetzt müssen wir den einmal wegmachen, den Deckel. Achso. Ach, der Ölfilter fehlt noch. Okay. Also es gibt schon sehr, sehr... Ja, ja, es war auch August. Der beste Mann. Also es gibt keinen... Also ich bin jetzt schon viel rumgekommen, was Firmen betrifft. Ich habe noch keinen getroffen, der so cool drauf war wie er. Ölfilter. Wo war jetzt hier der Ölfilter? Habe ich den überhaupt schon gekauft? Ja, habe ich. So, Ölfilter ist auch so. Wir können übrigens auch einen Inspektionsmodus machen. Das heißt, wir können zum Beispiel Sachen anschauen. Dann sehen wir die Prozente. Und wir bekommen übrigens dafür sehr viele Erfahrungspunkte. So kann man übrigens leveln. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt immer dauerhaft machen. Das ist jetzt einfach hier nur ein Beispiel. Wenn man einmal sieht, wie das Ganze aussieht. So, wir können auch mal im Spiel speichern. Kann ich mich wieder richtig hinsetzen hier. Oh ja, die Geschichte mit dem Ölstab. Viele von euch kennen mich ja noch nicht. Einige... werden mich dann aber noch kennenlernen. Das hört sich auch so falsch an. Das klingt richtig nach, boah, der ist ein richtiger Arsch, der Kerl. Wir hatten mal einen Praktikanten da und wir hatten nicht viel zu tun. Das ist meistens so gewesen, dass du manchmal nicht viel zu tun hattest. Ja, Richtung Ende des Monats, dann hatten die Leute meistens kein Geld oder irgendwas anderes. Und da war das so, das Öl passt. Da war das so, dass der Chef dann auch nicht da war. Und dann sagte er, ja, Jungs, ihr könnt dann, haben wir alles fertig? Können wir den Auftrag abschließen? Ach nee, haben wir noch nicht alles fertig. Sonstige Aufgaben fehlen noch. Ich bin jetzt die ganze Zeit am Quatschen und vergesse die Hälfte. Holzflüssigkeit wechseln, Servoöl und Wischerflüssigkeit nachfüllen. Da ist es zum Beispiel so, dass wir dann einen Praktikanten haben. Und dann sagte ich so zu ihm, hast du schon mal einen Ölwechsel gemacht? Nein. Ich sag, dann möchtest du mal einen machen. Ja klar, warum nicht? So schwer ist das doch nicht, ne? Achso, nein, nein, das ist nicht schwer. Habe ich dann also was vorbereitet, dass der Praktikant dann Ölwechsel machen kann. Ich sag, ich löse die Schraube eben an und dann kannst du die rausmachen. Okay. Das war übrigens bei einem Auto, wo das Öl direkt runterging, geradeaus runterging. Manche hast du so ein bisschen schräg, so wie bei ihm jetzt gerade, das ging ja direkt runter. Ich sagte, da ist ein Stab drin, den musst du fangen. Den müssen wir dann sauber machen und der kommt dann wieder rein. Und viele, die selber mal Azubi waren, die kennen das. Ja, so Gesellen oder Leute, die schon länger da arbeiten, die verarschen die Leute ganz gerne. Und er so, okay, mach ich. Du kannst die Schraube rausdrehen und dann musst du gucken, wann der Stab kommt. Den musst du dann auffangen, weil den, wie gesagt, den müssen wir dann wieder reinpacken. Okay. Und der hat dann wirklich permanent versucht, diesen Stab zu fangen. Das Öl war übrigens kalt, es war nicht warm, weil bei heißem Öl macht man sowas nicht, weil da kannst du ganz schnell die Finger verbrennen. Der stand dann irgendwann neben mir mit schwarzen Händen, also wirklich von dem Öl schwarzen Händen und war gerade dabei, sich die Hände sauber zu machen und fing fast an zu heulen. Ich habe ein Problem, ich habe Scheiße gebaut. Ich sag, was hast du denn? Ich habe diesen Peilstab nicht gefunden, was du wolltest. Mein Geselle guckt mich so an. Was für ein Ding hast du nicht gefunden? Ja, er hat mir gesagt, da ist ein Dingens drin, ein Stab, und ich sollte den fangen. Und ich weiß nicht, ich habe den nicht gefunden. Was mache ich denn jetzt? Dann geht's alle komisch an. Schon Arschloch. Wir mussten den Jungen nachher erstmal versuchen zu beruhigen, weil er wirklich echt da fast dran war zu heulen. Und er hatte wirklich Pipi in den Augen. Und er sagte dann gesagt, also, mach dir mal keinen Kopf drum, du kannst für heute schon mal Feierabend machen. Aber was ist mit dem Stab? Da macht ihr keinen Kopf drum. Wir haben welche auf Lager. Wir machen da nachher neue rein. Das kann der Chris dann nachher selber machen, ne? Was? Also der Junge, der war an dem Tag dann auch fertig mit den Nerven. Der hatte dann auch keine Lust mehr. Das war so meine Zeit so als Geselle, wo ich dann halt auch mal Leute verarscht habe. Es gab nachher auch keinen Ärger, es gab dann halt nur, was wir wechseln. Man fand das aber nachher nicht ganz so lustig. Weil man könnte das doch nicht mit Praktikanten machen. Und mein Geselle so, ich kenne da noch viel schlimmere Sachen, was man mit Praktikanten machen kann. Und unser Chef wusste es nicht.
Und den haben wir es mal irgendwann erzählt und er sagt, wir sollten die Leute nicht so verarschen. Das kommt nicht gut, weil das würde sich rumsprechen, das ist schlecht für die Kundschaft. Hm? Wobei ich auch sagen muss, das war so ein Praktikant, der hatte auch keinen Bock, was zu machen. Also da kann man das schon mal machen, dass man die Leute auch so ein bisschen ärgert. Also ich hab auch viele Praktikanten erlebt in der Zeit, wo ich jetzt gearbeitet habe in der Werkstatt. Und ich muss das sagen, es gibt viele Leute, die haben da keinen Bock drauf. Es gibt auch viele Leute, die sind vom ersten Tag direkt dabei, die interessieren sich dafür. Die fragen dann auch sehr viel, aber das legt sich nach so einer Woche. Der wurde sogar reingeschubst, also der hatte gar kein Interesse. Der wollte gar nicht zu der Firma, der wollte zu einer anderen Firma. So, wir machen direkt das nächste Auto. Wir holen direkt beide Autos rein. Ich kann leider, kann ich schon Tablets, muss ich kaufen. Ne? Ja. Bewegen, wir werden es mal direkt auf den, habe ich es woanders hingestellt. Ne? Ja. Also ich wollte es eigentlich auf die erste Hebebühne parken. Und wir haben natürlich auch Möglichkeiten, Sachen zu kaufen. Jetzt habe ich das natürlich nicht gezeigt. Mache ich mal eben, weil ich bin es eigentlich gewohnt, dass wir immer hier sowas am Leuchten haben. So, da können wir mal kurz, da brauchen wir gar nicht gucken, da gehen wir einmal hier ran. Ich habe den Text jetzt auch gar nicht vorgelesen. Jetzt auch sehr leid. Wir haben hier eine Werkbank, da gibt es hier nochmal Sachen, die wir zum Beispiel kaufen können. Das heißt, durch diese Credits, die wir hier bekommen. Das heißt, wir können das erweitern, wir können eine Lackierbude bauen, was wir nachher brauchen. Einen Prüfstand, den brauchen wir nachher auch. Wir haben eine Wiederverwertung, das zeige ich alles, Autowäsche. Hebebühne will ich jetzt zum Beispiel noch nicht kaufen. Was ich kaufen würde, wäre das Tablet. So, Enter halt. Das würde ich schon mal kaufen. Den Diagnose Onboard-Tester könnte man holen. Multimeter würde ich direkt auch mitnehmen. Gibt nochmal Erfahrungspunkte, Profilmessgerät. Würde ich auch mitnehmen. Kompressionstester. Ladegerät für die Batterie brauchen wir noch nicht. Den würde ich jetzt noch mitnehmen. Druckluftmesser. OBS, komm, das nehmen wir auch direkt mit. Und das können wir dann uns auch mal eben. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel neue Sachen. Den Rest würde ich jetzt erstmal noch nicht kaufen. Das nächste, wo ich jetzt sparen würde, wäre der Diagnosepfad, weil zwei von den Sachen brauchen wir jetzt nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel ins Menü und kann jetzt hier sagen, wo habe ich denn jetzt hier? Funktionsmodus war das nicht. So, einmal das Auto anklicken. Ich mache jetzt hier zum Beispiel einen Drucktest. Den machen wir, um zum Beispiel zu gucken, was sagt die Zündung. Ich sehe jetzt auch nicht, welche Werte das jetzt hat, weil wir spielen gerade im Expertenmodus. Das heißt, wir sehen das Ganze nicht. Das ist jetzt das, zum Beispiel Kraftstoffverteiler, kann ich sehen, Kraftstofffilter, Kraftstoffpumpe. Im Relief würde das so nicht funktionieren. Dann haben wir zum Beispiel das Multimeter. Damit testen wir die Batterie, den Anlasser, die Lichtmaschine. Wobei ich es jetzt schon sehe, Lichtmaschine kann ich jetzt nicht bewegen, die Maus. Ist jetzt unten links, das ist die Lichtmaschine, ja. Und das können wir dann zum Beispiel auch testen. Und wir bekommen hier sehr schnell Erfahrungspunkte, was uns natürlich Vorteile gibt, weil wir dadurch schneller leveln können. Und hier sehen wir dann, was kaputt ist. Die Relays können wir damit testen. Was haben wir denn noch? Multimeter haben wir gerade gemacht. Kompressionsprüfung können wir auch machen. Dadurch können wir sehen, wie viel Druck bauen die Kolben auf. Im Optimalfall liegen die zwischen 10 und 14 Bar. Und wenn ich jetzt schon sehe, Motorblock A hat jetzt 47%. Kolben mit Pleu hat jetzt nur 49. Der wird nicht mehr lange machen und dann steht er wieder bei uns in der Werkstatt. OBS-Lesegerät ist etwas, wo wir den Fehlerspeicher auslesen können. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr jetzt selber ein Auto habt, ihr habt jetzt eine gelbe Lampe an, Autokontrollleuchte, können wir zum Beispiel auslesen, was das ist. Wir können zum Beispiel Zündkerzen gucken,
Katalysator bin ich mir jetzt nicht sicher, aber glaube ich, geht mittlerweile auch. ABS-Steuergerät kann man auch machen und Zündkabelsatz eher weniger, aber man sagt dann an, Zünd, irgendwas mit Zündung, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade heißt. Und wird er dann direkt sagen. Die Bremseinrichtung muss repariert werden, das heißt, die Teile haben wir noch nicht gefunden. Das heißt, wir werden jetzt gleich im Inspektionsmodus, also das heißt mit dieser Lupe, werden wir uns die Bremse gleich einmal anschauen. Das heißt, wir müssen dann einmal das Ganze, die Reifen runternehmen. So, Inspektionsmodus kann ich jetzt hier zum Beispiel stehen und sehe dann, dass sich das gleich färbt normalerweise. Ich bekomme noch Punkte, aber jetzt bekomme ich keine mehr. Jetzt kann ich zum Beispiel nichts sehen. Doch, ich sehe schon mal, dass das gelb ist. Das ist das Einzige, was ich jetzt sehe. Und da können wir jetzt also durch diesen Inspektionsmodus können wir zum Beispiel immer sehen, was gerade kaputt ist. Deswegen möchte ich auch nachher das mit dem Diagnosepfad haben. Weil dadurch können wir zum Beispiel auch gewisse Sachen sehen. Wir können auch eine Probefahrt machen mit Fahrzeugen, wo der Motor läuft, das heißt, wo wir fahren können, können wir zum Beispiel auch eine Probefahrt machen und dann bekommen wir eine Liste von den Teilen, die defekt sind. Das heißt, die werden im Inspektionsmodus rot angezeigt. Hier würde ich jetzt einfach mal drauf tippen, dass die 4 neue Bremsklötze braucht. Wobei in dem Spiel ich jetzt auch schon Sachen erlebt habe, zum Beispiel, dass man den Bremsklotz vorne links, der hat jetzt noch 20% und der vorne rechts hat jetzt noch 40%. Das Auto möchte aber einen Prozentsatz von mindestens 47 haben. Und das heißt für uns dann im Endeffekt, wir müssen Teile einbauen, die mindestens diese 47% haben. Ja, und das kann man dann auch machen. Im Real Life ist es so, dass man Bremsen zum Beispiel, jetzt kann ich hier aber aufs Diagnosepfad, nein, das wollte ich jetzt nicht. Kann ich den Inspektionsmodus hier nicht anmachen? Ich kann jetzt mir das nicht angucken. Nein, ich sehe das nicht. Schade. Also das können wir so nicht sehen. Muss ich dann doch erstmal auf Probefahrt mit. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich hier neue Bremsplätze brauche. Definitiv. Bremsscheibe sieht auch ziemlich schlecht aus. Die würde ich auch neu machen. Gehen dann einmal ins Inventar. Übrigens eine Kiste bekommen. Die Kiste bekommen wir immer dann, wenn wir Karrieresachen erledigen. Da bekommen wir zum Beispiel eine Karte für eine Scheune und solche Kleinigkeiten. So, davon würde ich jetzt 4 Stück kaufen. Alles, was rot ist, würde ich eigentlich verkaufen. Würde ich aber in dem Fall erstmal noch aufheben. Das brauchen wir später. So, jetzt haben wir zum Beispiel das Tablet. Jetzt kann ich hier sagen, Tablet gucken. Die kann ich dann, die muss ich dann gleich einmal wegmachen. Wir kaufen mal 4 Bremsklötze und jetzt kann ich einmal mit X einmal das Ganze löschen. Das ist schön gemacht mit dem Tablet, auch mit der Einkaufsliste. Das heißt, man braucht sich jetzt zum Beispiel nicht die Namen merken für Leute, die jetzt Laie sind. Wie hieß das Ding jetzt? Was war das? Da musste man nicht immer aufschreiben. Einfach hinzufügen und fertig. Wobei hier natürlich was fehlt. Hier fehlen natürlich noch die Schläuche und die Kabel. Ne? Das ist natürlich ganz klar. Und das ist eigentlich nur der Bremssattelträger, den wir losmachen. Hier, ja, normalerweise hat der Bremssattel nochmal Schrauben dran, um nur den Bremssattel zu lösen. Jetzt muss ich mal kurz einmal ein Stück zurück, dass wir auch, nein, dass wir auch einmal den Reifen wieder drauf bekommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob auf der Musik irgendwelche Rechte sind. Gucken wir mal. So. Wir machen das Ganze einmal wieder runter. Ich könnte auch einfach das Auto hoch machen. Weißt du was, das machen wir jetzt auch, weil es geht mir gerade jetzt auf die Nüsse, dass ich da nicht vernünftig dran arbeiten kann. Also normalerweise macht man das immer auf Arbeitshöhe. Kommt aber auch immer darauf an, wie groß man selber ist. Hier sehen wir dann das schöne WD-40. Was man da nutzen kann. Ja. Und hier sehe ich schon, wir nehmen ja direkt die Scheibe mit runter und dann können wir einmal einbauen.
Die hat zum Beispiel noch 29%, die müssen wir dann einmal austauschen. Das heißt, wir suchen hier nicht, sondern Bremsscheibe. Findet er nicht, okay. Die ist belüftet. Da will ich zum Beispiel, normalerweise macht man das im Real-Life so, dass man da beide austauscht. Im Spiel kann man das machen, weil das halt jetzt vom Kundenwunsch ist. Ich glaube auch nicht, dass die uns das extra bezahlen. Der Bremssattel Typ A ist übrigens auch defekt. Das Ding kann ich dann auch einmal kaufen. Und das Schöne, was wir nachher machen können, ist komplette Fahrzeuge restaurieren. Ja, das wird nachher der größte Aufwand sein. Also man sieht hier, wir dürfen auch nur das machen, was hier gemacht werden muss. Ansonsten sollen wir da nichts machen. Wir können ja mal bei dem nächsten Fahrzeug, was wir bekommen, wir können eigentlich mal mehrere Fahrzeuge annehmen. Denn alle paar Minuten kommt hier ein neues Fahrzeug rein. Ja, wie ich schon sagen, da ist was anderes kaputt, aber wir sehen es ja vorher nicht. Kann ich hier gerade nicht klicken, warum auch immer. Na, wo ist denn die Schraube hier? Ich komme gerade nicht dahin zur Schraube. Hä, was ist jetzt hier? Hey, ich will den Bremssattel runternehmen, Junge. Warum auch immer das jetzt nicht gerade geht. Ah, okay, jetzt geht's. Bremskosten sehen jetzt zum Beispiel in dem Fall noch gut aus. Also alles, was ein bisschen kaputter ist, da Bremsscheibe, die müssen wir dann einmal mitbestellen. Die machen wir dann auch rein. Die ist zum Beispiel rot, die können wir nachher nicht mehr verwerten. Neue Klötze rein. So, dann da einmal nochmal drücken. Das passt, der passt auch noch. Wie gesagt, normalerweise macht das immer beide Seiten. Ansonsten hast du unterschiedliche Bremswirkung, was auch sehr schnell auf Straßen sehr gefährlich wird. So, das ist auch erledigt. Mal kurz gucken, ist der Auftrag damit fertig? Nein, wir haben hier noch zwei Sachen. Und da sehe ich jetzt nichts durch. Doch, doch, das könnte die Scheibe sein. Also die Klötze sind auf jeden Fall Schrott. Scheibe an sich sieht noch gut aus. Komm schon wieder nicht an der Schraube dran. So, die Scheibe nehmen wir trotzdem aber mit runter, um das Ganze einmal anzuschauen. Da sage ich ja, die ist noch okay. Machen wir auch einmal neu. Und was haben wir hier kaputt? Auch noch alles im Rahmen des Guten. So, das heißt, ein Teil haben wir nicht gefunden. Okay. Müssen wir gleich mal gucken. Aber ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich sehe es nämlich gerade. Oben links neben der Batterie. Wir gehen aber kurz hier zum Auto. Ach, zum Auto, zum Telefon. Ihr seht, wir haben hier direkt wieder neue Aufträge. Können wir direkt annehmen. Heißt, stehen wir wieder direkt draußen. Das ist so das, was mich so ein bisschen stört. Er sollte den jetzt nicht tauschen. Ist egal. So, nochmal rein. Das würde ich mir sogar wünschen, dass man dann irgendwie noch ein Handy hätte. Filter muss gewechselt werden. DLC. Das ist zum Beispiel ein DLC. Jetzt habe ich ihn schon angenommen. Okay, wie viel habe ich denn jetzt angenommen? Habe ich jetzt den einen... Ne, der andere ist weg. Schade. Okay, das heißt, wir haben hier noch zwei Autos. Kümmern wir uns erstmal um das Fahrzeug. Ne, er ist nicht kaputt. Doch, der müsste kaputt sein. Wir haben alles ausgelesen, ne? Multimeter haben wir auch gemacht. Ich will mich jetzt darauf tippen, dass der kaputt ist. Diagnosegerät haben wir auch laufen lassen.
Ich will die Lupe haben eigentlich. Ja, haben wir nicht laufen lassen, sonst würde er das doch sehen. Machen wir nochmal das Multimeter. Aber ich meine, wir haben das Multimeter doch gerade laufen lassen. Oder war das bei der Mannernoppe? Ne, es war bei dem Auto mit der Lichtmaschine. Ne, ne, es war bei dem Auto. Das ABS-Steuergerät nämlich. Sieht nämlich sehr kaputt aus. Aber auch nicht mitgelistet, ne? Nein. Gut, ist nicht mitgelistet. Kann ich das eben noch überprüfen? OBS. Ah, okay, dann macht er das bei dem nicht. Ne, den will ich hier oben haben. Das heißt, den müssen wir erstmal abbauen. Die Schrauben werden auch nicht angezeigt, ne? Das ist halt auch das, Schwierige. Im Expertenmodus. Die Schrauben werden nämlich nicht angezeigt. Da muss auch noch eine. Wir müssen viel mehr auseinandernehmen als vorher. Wusste ich es doch. ABS Hydro Aggregat heißt das. Shop. Nein, nix, hey. Da ist es. 950. Du hast gar nichts gemacht. Oh nein, alles gut. So, jetzt müsste der Auftrag eigentlich fertig sein, ja. Und da wir jetzt keinen Platz draußen haben, werde ich das einfach so machen. Der Auftrag fertig. Jetzt gibt es Money auf Flossen. Die können wir mal aufmachen, ja. Und wir haben... So, es darf die Frau sich jetzt bei Karten aussuchen. Zum Beispiel eine Scheinkarte bekommen und einmal XP. So, was haben wir denn bei ihm hier? Auftrag. Flüssigkeit für die Windschutzscheibe auffüllen. Ja, das ist ja kein Problem. Auffüllen oder nachfüllen? Wechseln. Das ist schnell erledigt. Hier sehen wir mal, es ist alles hell. Ja, da geht das alles ratzfatz. Übrigens, solche Sachen wie Öl und Flüssigkeiten, die müssen wir dann selber machen. Warum macht er das jetzt nicht? Ah, jetzt. So, das wäre dann zum Beispiel fertig. Auftrag erledigt. Dafür bekommen wir jetzt... Arbeitslohn 3, Abschlussprämie 18, das heißt, wir bekommen jetzt 46 dafür, also Kleinkram im Endeffekt. So, was hast du denn hier? Ölfilter und Ölfilter muss gewechselt werden. Ölfilter, Luftfilter, Kraftstofffilter, okay. Und einmal auf die Hebebühne. Ölfilter, Luftfilter und Kraftstofffilter. Gucken wir uns gleich an. Prüfe das Fahrwerk, das ist defekt. Das ist zum Beispiel auch etwas... Wow, der sieht aber sehr schön aus. Das machen wir auch gleich mit dem direkt den nächsten an, dass wir immer hier schön voll haben. So, und hier direkt eine Nissan. Was hat er denn hier? Probleme mit den Bremsen. Das schreit doch schon fast nach Probefahrt. So, Filter. Du möchtest Kraftstofffilter, Luftfilter und Ölfilter. Das heißt, der Kraftstofffilter, müssen wir mal gucken, wo der ist. Der müsste eigentlich hier in der Nähe vom Motor sein. So, lass mich kurz gucken. Ölfilter, wo bist du? Da ist der Ölfilter. Kann ich hier auch gar nicht hinzufügen. Luftfilter, der müsste irgendwie hier vorne sein. Da ist er doch.
Was man auch sehr häufig immer gemacht hat, ist, dass man den immer ausgepustet hat. Achso, Einkaufsliste kann ich noch nicht. Nein, Inventar. Ich drücke gerade die falschen Tasten. So, Shop. Da müssen wir wieder einmal zurück. Und wie man sieht, haben wir auch sehr viel Karosserie-Teilen-Shop. Das ist, glaube ich, neu. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Wir haben hier sehr viele Möglichkeiten. Zubehör, Nummernschilder, Tuninggetriebe. Also wir können auch nachher Autos tunen, wo wir durch nochmal ein bisschen mehr Geld bekommen. So, wir machen hier einmal den hier, Luftfilter. So, erledigt. Den machen wir direkt rein. Und können dann hier das einmal wieder zumachen. Dann ist der nämlich direkt erledigt. Das würde ich nämlich auch direkt als erstes machen. Kraftstofffilter, der müsste eigentlich auch irgendwo sein. Da ist er doch. Ist bei jedem Fahrzeug übrigens unterschiedlich. Man merkt auch, dass man hier so ein paar Sachen vergessen hat. Nein, erstmal wieder Inventar. Nein, falsche Taste. So rum, Inventar, einmal den hinzufügen, jetzt wieder zurück, jetzt das Tablet, jetzt den Kraftstofffilter. So, den einmal zurück, den wieder, nein, zu viel geklickt, einmal zu viel. Gehen wir da rein, so, der Kraftstofffilter ist auch drin. Dann holen wir uns gleich einmal den Ölfilter. So, dann wieder falsche Taste. Nein, so rum. Dann den. Dann wieder zurück. Das Tablet. Ölfilter. Und dann wieder zusammenschrauben. Dann holen wir uns einmal den Ölablasswagen und benutzen den für die erste Hebebühne. Und sagen hier einmal Gerät benutzen. Da sich jemand sieht, ist das Öl sehr dunkel. Also hat der schon länger keinen Ölwechsel mehr gekriegt. Einmal zurückstellen und dann bekommt er gleich Öl. Brauchen wir gar nicht gucken. Und dann werden wir gleich, wenn wir die Autos da drüben weg haben, werden wir uns dann um das Auto kümmern, was für den Karrieremodus ist. Ach, für die Story. Wo wir das eigentlich als erstes machen müssen, weil natürlich ich schneller da war als die anderen. So, den einmal zurück. Ah, wirst du wohl. Ich werde nicht erst die Autos rausfahren, weil sich das realistischer gestaltet. Ich sage mal einfach so, der Kunde wartet quasi nebenbei und holt das Auto dann direkt. Deswegen, wir machen erst die, dann den und dann den. Was haben wir denn bei dir? Bremsbelager, Gummiachse, Zahnriemen. jetzt kann ich den Text nicht lesen. Hallo, ich heiße Johanna. Mein Nachbar hat dich empfohlen, er ist Autohändler. Du siehst allen ein vielversprechender Mechaniker aus, obwohl ich gehört habe, dass du die Werkstatt erst vor kurzem eröffnet hast. Die erste Inspektion ist bald fällig, mein Kumpel scheint kein Problem zu haben, aber das kannst du bestimmt viel besser beurteilen. Bitte das Öl und alle Filter wechseln, alle Flüssigkeiten auffüllen. Ich war, ja, in letzter Zeit zu beschäftigt dafür. John erwähnte, dass ein Klopfen an der Nockenwelle Motor zerlegen zu hören ist. Ich weiß nicht, was er meinte. Vielleicht macht es für dich mehr Sinn, bitte. Ja, ich warte immer noch. Scroll, 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 scroll. Bitte pass gut auf mein Auto auf. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay, Nockenfälle, Ölfilter, Riemenspanner, Zahnriemen, Zündspule, Teile nicht gefunden. Okay, das heißt einmal Probefahrt und einmal. Sie hat wahrscheinlich kein Öl drin. Und der Zahnriemen liegt kaputt. Der Klopfsensor. Was? Nein. Ja, das stimmt auch wieder. Dass, wenn du das Klopfen im Auto hörst oder Bremsen hörst, dass die quietschen, musst du das Radio lauterstellen. Zündkerzen sind auf jeden Fall kaputt. Hat die einen Dreizylinder? Nein, die hat einen Vierzylinder. Ja, ja. Also können wir direkt auch gucken, ob die Kolben auch kaputt sind. Nockenwelle ist auf jeden Fall kaputt. Das heißt, ich kann alles zerlegen. Da können wir einmal alles zerlegen. Das sieht schon mal ganz gut aus.
Tiefenmesser müssen wir gleich machen und Amadruck-Manometer. Ach nee, brauchen wir, können wir auch so direkt machen. Weil er geht ja jetzt nicht zu jedem Reifen und testet das einmal. Nein, er macht das gleich viermal und dann ist das erledigt. Okay, Kraftstofffilter sieht auch sehr gut aus. Das ist halt eine Inspektion, das heißt, da gucken wir auch alles nach. 79, 83. Der unterschiedlich abgefahren, 82. 83. Okay. Was hast du denn im Mindestzustand? 81. Metalle nicht gefunden. Okay, das heißt, Getriebe könnte es eventuell sein. So, wir fahren mal. Es ist kein Motoröl aufgefüllt. Wunderst du dich, warum das Auto klopft? Könnte ein bisschen teurer werden, die Reparatur. So für das Fahrwerk und setze alle defekten Teile. Das Fahrwerk ist schwer zu steuern. Können wir denn mit denen eine Probefahrt machen? Ja, also durch eine Probefahrt siehst du halt, was kaputt ist. Also er lässt sich wirklich zum nächsten Mal in die Diagnosefahrt noch haben, dass du da wirklich alles testen kannst. In Diagnosefahrt siehst du Bremsen, Achsen. Aber es lässt sich generell so ein bisschen komisch steuern. Lädt immer noch? Na, der Balken? Oh, Gummilagerbuchse ist kaputt. Radlager. Was hast du denn mindestens? 48. Gummilager ist kaputt. Und das Teil ist noch nicht gefunden worden. Einmal auf die erste Hebebühne. Ja, ich will kein Motoröl reinkippen und dann stehst du da, weil das sind Kosten, die so ein bisschen größer sind. Sonstige Aufgaben, Bombe, Schlechtbau, sonstige Aufgaben. Das ist schnell erledigt. Nachfüllen, nachfüllen, nachfüllen. Er ist aber sehr weit unter Minimum. Und wenn alles leer ist, dann sollte man sich schon mal überlegen, warum das so ist. So, Auftrag beenden, ist alles fertig. So, was hast du für ein Problem? Fahrzeuginfo. Probleme mit den Bremsen, Teile nicht gefunden. Komm, können wir mit dir auch mal auf die Teststrecke? Dafür wäre zum Beispiel der Diagnosefahrt sehr gut. Beschleunigt auch sehr langsam, habe ich das Gefühl. Also GTR hört sich an für mich wie ein Rennwagen. Die Bremsen sind wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Und? Bremsscheibe, beide kaputt. Bremssattel Typ A ist kaputt, innenbelüftet ist kaputt und Bremsbeläge sind kaputt. Und Teile nicht gefunden, das wird wahrscheinlich der... Oh, wo hast du den denn? Da.
Den auch einmal raus. Der wird wahrscheinlich kaputt sein. Nein, zurück. Inventar. Da ich doch. Nein. Erst das Tablet. Falscher Shop. Wo ist der Elektronik-Shop? Da. Müsste aber ihr Steuergerät sein, ne? Ja, genau. So, jetzt müsste ich aber alles... Ja, genau, jetzt habe ich alles gefunden. Da wäre jetzt zum Beispiel eine zweite Hebebühne ganz gut. Da kannst du direkt das nächste Auto hinstellen. Wir gucken direkt nach dem nächsten Auto. Sonstige Aufgaben sind erstmal uninteressant. Klopfen in der Aufhängung. Defektes Teil in der Aufhängung. Machen wir den mal als nächstes. Und dann kümmern wir uns erstmal um die Autos, die wir jetzt da haben. Ansonsten werden wir hier nicht fertig. So, Kollege Barfuß. Jetzt gucken wir nach deinem Auto. So, lass mal kurz nochmal einen Blick reinschmeißen. Gummilagerachse ist kaputt und Fahrzeug ist schwer zu steuern. Hört sich sehr danach an, als wäre der Spurstangenkopf kaputt. Das würde ich jetzt erstmal drauf tippen. Gummilagerachse ist hinten kaputt, sehe ich gerade. Das, man sieht jetzt auch nicht die Anzahl von den Sachen, die wir gerade prüfen. Umso vorne ist auch nicht ganz in Ordnung. Koppelstange? Da müssen wir gleich mal genauer gucken. Aber ich würde eher darauf tippen, dass die Spurstangenkopf kaputt ist. Wir checken einmal eben alles durch. Aber sowas, wenn das jetzt kein, jetzt haben wir nur Flüssigkeitenwechsel ist, dann brauchen wir keine komplette Inspektion machen. Aber so checken wir mal mit alles. Da ist der Kopf übrigens, dass die Gummilagerbuchse kaputt ist und er hat hier Fahrwerksprobleme. Deswegen lieber einmal alles checken. Gut, es gibt noch natürlich EPXP. Aber so kann man die Sachen dann noch leichter finden, falls mal was kaputt ist. Man findet es einfach nicht. Was haben wir? Gut, nein, dann gehen wir einmal zurück aus der Ansicht. Wie gesagt, klopfen, das würde hört sich für mich so an, als wäre da... Ich kann jetzt wieder nicht in den Inspektionsmodus hier, ne? Spurstangenkopf hat aber jetzt nicht nachgeguckt, der ist gelb. Der ist auch gelb, das könnte aber auch der Stabilisator sein. Der ist nämlich orange. Wäre gut möglich. Hier hinten glaube ich auch einen, ne? Ja, aber der ist gelb, das ist okay. Da ist was kaputt. Da haben wir da was. Oh, hier, da ist was Orangenes. Wie viel Prozent willst du denn haben? 48. Das ist natürlich die Frage, wo ist die Gummilagerbuchse? Oh, ist so groß, das müsste die eigentlich hier vorne irgendwas sein. Wieder müsste das sein. Ja, jetzt kann man das natürlich nicht runternehmen, weil natürlich auch erst der Reifen runter muss. Deswegen normalerweise dürfte das gar nicht gehen. So, erstmal den Reifen abschrauben, damit wir gleich ans Traggelenk rankommen. So, und jetzt können wir hier einmal... den Querlenker mal rausnehmen. So, dann... Nein, ich gehe schon wieder falsch. Inventar. So, dann hier einmal zurück. Dahin. In dem Fall würde man schon fast dazu raten, komplett einen neuen Querlenker zu kaufen. Das ist meistens sogar billiger als der Aufwand, das Ding einmal auseinanderzunehmen. Da hätte immer noch das Klopfen drin.
Fahrzeug ist schwer zu steuern. Das würde eigentlich darauf vermuten, dass irgendwo eine Spurstange kaputt ist. 48% will er haben. Aber die Spurstangen sehen gut aus. Das, der Stabilisator sieht so ein bisschen schlecht aus. Nehmen wir den mal auseinander. Wir essen die Reifen runter. Dann nehmen wir aber den Spurstangkopf hier auseinander. Nee, ist 48%. War der jetzt also nicht... Weil natürlich die Antriebsachse jetzt auch so orange ist. Das ist nicht rot, das ist nur orange. Ist doch gar nicht. Da habe ich gerade irgendwo was gesehen, was da rot ist. Da hinten in der Achse ist auch orange. Wir bauen das mal wieder ein. Sobald ich da hinkomme. Ist nämlich genau das, was er haben will. Aber wenn der schwer zu steuern ist, ist eigentlich eher was, was auf Lenken zutrifft. Er ist auch noch okay. Stoßdämpfer kann ich zum Beispiel nicht nachgucken, komischerweise. Wo ist denn der Übeltäter? Der ist orange. Vielleicht ist das sogar da ein Gummilager, was kaputt ist. Das ist gelb. Sieht es so schlecht? Das ist auch gelb. Das heißt, das wäre auch nicht. Okay, dann bauen wir die mal wieder ein. Ja, will er nicht? Huh. Der einzige Drecksack ärgert uns. Okay, wir finden das Ding schon. Und ich sehe gerade hier, dass die Lenkachse zum Beispiel gar nicht markiert worden ist. Kann die auch nicht untersuchen im Inspektionsmodus. Könnte gut sein, dass das die ist. Das heißt, wir nehmen beide Spurstangköpfe raus. Bei dem Real Life würde man das vorher testen können. Und dann nimmst du nicht einfach auf Verdacht irgendwas raus. Kannst du auch erstmal den rausnehmen. Ja, Lenkgetriebe. Ich hatte gesagt, wir finden das. Ne, einmal wollte ich die bestellen. Deswegen sage ich ja, Lenkung, das ist meistens so in die Richtung. Ich glaube, ich habe am Anfang schon zu viele Sachen gekauft, weil wir sind jetzt echt hier knapp bei Kasse. Das heißt, den Wagen von der Johanna oder wie sie auch jetzt ausgesprochen wird, können wir zum Beispiel noch nicht machen, weil da brauchen wir ein bisschen Cash für. Das heißt, wir müssen uns erstmal mit kleinen Nebenaufträgen das Ganze einmal erwirtschaften.
So, haben wir hinten die Reifen auch wieder drauf? Nein, haben wir natürlich nicht. So, Info. Alles perfekt. So, kann abgedingstet werden, abkassiert werden. So, das heißt, bei dir war jetzt was? Klopfen in der Aufhängung. Sollen wir mit dem Probefahrt machen? Wo wir gerade dabei sind, Teststrecke, ja. Oh, it's English time. Und Koppelstange und Radlager. Okay. Na, ein Teil, was nicht gefunden worden ist. Kurz was trinken und dann machen wir sofort weiter. Den Inspektionsmodus anmachen hier. Vor allem das Rohr, das sieht auch sehr interessant aus. Ist auch sehr gut hingekriegt mit dem Rost. Wir legen gleich einfach mal das Lenkgetriebe raus, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Koppelstange ist hinten kaputt. Das sehen wir. Was war jetzt noch kaputt? Radlager. Aber welches hat er mir jetzt nicht gesagt? Und wir haben es direkt gefunden hinter hintere Domlager. Nein, Federlager, nicht Domlager, Federlager. Und Radlager brauchen wir noch. Nein, stopp.
Das muss irgendwo Vorderachse sein. Ja, oder Hinterachse. Du musst das Radlager kaputt. Warum nicht eigentlich die Bremse ab? Ah, ich glaube, ich habe es gefunden. Das müsste hier sein. Eines. Achso, da muss ich erst die Bremsscheibe runternehmen, ne? Oh, okay. Kriegst du auch nicht raus? Ach, das kann ich so rausnehmen in dem Fall, okay. Da ist schon etwas länger her, wo ich es gespielt habe. So leicht kriegt man das Radlager normalerweise nicht raus. So, haben wir jetzt alles wieder festgemacht. Hier an die Schrauben noch. Und dann den Reifen wieder drauf. Direkt nach vorne switchen, haben wir alles wieder hier drin, dann ja. Es war auch gerade nur durch Zufall, dass wir das gefunden haben. Wie gesagt, die Lenkachse, die ist ja jetzt nicht unbedingt rostig gewesen, sage ich jetzt mal. Okay, haben wir wieder alles eingebaut, ja, Auftrag beenden, dann ist das schon mal erledigt. Dann gibt dann auch noch mal ein bisschen Zaster dazu, ist nicht wirklich viel, 2400. Den bewegen wir auf die erste Hebebühne. Gehen dann wieder einmal raus. Den müssen wir ein bisschen später machen. Ich muss hier jetzt leider ein bisschen warten. Weil er hat jetzt hier Bremse kaputt. Das geht relativ fix. Bremse muss repariert werden. Nehmen wir den mal an. Jetzt kann ich wieder reinlaufen. Ich finde das so doof, dass man dann direkt wieder rausgespawnt wird. So, das andere ist einfach nur Ölwechsel und vorhandene Filter auswechseln. Anscheinend hat er sich sehr schnell rumgesprochen, dass wir hier eine Werkstatt errichtet haben. Beziehungsweise die Werkstatt übernommen haben, weil man bekommt hier sehr schnell die Aufträge. Den habe ich schon erledigt. So, das heißt, den einmal hoch. Guck mal, ich kann sogar hier rechts mit Telefon rangehen. So, müssen wir mal gucken hier. Ah, Scheibenklötze hier kaputt. Schauen wir mal eben. So, einbauen, Scheibe. 22%. Einmal schließen, dann einmal das
Da komm, ich direkt mal eine von. Da machen wir direkt vier. Bremssattel Typ A brauchen wir einen von. Und einmal Bremskolben. Mal direkt 9 einbauen. So, dann haben wir Reifen wieder drauf. Also, wenn wir so um die 5.000, 6.000 haben, dann können wir den Auftrag von der Frau machen. Zwei Bremsscheiben müssen noch gemacht werden. Mal gucken, da sind das die hier. Sieht gut aus, dann sind das die hinteren. Das belüftete Bremsscheiben, ja, ist eine normale. Sieht zumindest sehr normal danach aus. Ja, zudem wollte ich doch noch gar nicht. Ist egal, machen wir Reifen auch mal drunter. Eigentlich müsste man das durchstreichen, weil die haben echt den Namen von Nissan da drin stehen. Hatten die irgendwelche Erfahrungen an Autos? Ja. Wie lange denn? Ja, ich habe 10 Jahre Car-Mechanik Simulator gespielt. Wir melden uns. Ich weiß nicht, es passte gerade einfach. Sag ich ja. Sind Sie schon mal LKW gefahren? Ja. Wie viel Erfahrung haben Sie denn? 2 Stunden im Eurotruck-Simulator, 20 Stunden, nee, 2000 Stunden im Eurotruck-Simulator. Wir melden uns. Ja, so ist das. Na, sollst da dran. Aber warum geht das denn? Ich will den Bremssattel abmachen. Also ein bisschen verschoben manchmal mit der Kamera. Wollte ich gerade den Reifen anklicken, dass ich den drauf machen kann, aber es geht ja so. So, dann müsste der eigentlich jetzt fertig sein. Ja, er ist erledigt. Lustige Aufgaben. Ja, das übliche. So, was war jetzt mit dir? Bremsanrichtung muss repariert werden. Okay, der ist unter der Batterie. Man sieht einfach schon an der Farbe, dass das Teil kaputt ist oder nicht. So, Shop. Ja, hier ist er wohl. Der kostet halt, also die Ersatzteile, die kosten halt richtig Asche. Gerade am Anfang ist das sehr teuer. Man kann natürlich versuchen, jedes Teil zu verkaufen. Was ich jetzt aber zum Beispiel nicht machen würde. Weil man hat nachher die Möglichkeit, gewisse Sachen ab einem gewissen Prozentsatz zu reparieren. Deswegen behalten wir das Ganze aktuell. Oh, ich fixe die sonstigen Aufgaben, der läuft nämlich sonst gleich weg. Was hast du denn hier? Kühlmittel nachfüllen. Ach! Schnell verdientes Geld. Das geht fix. Das kostet halt nicht viel und man kann halt sehr viel Geld mitmachen. Was kostet uns jetzt? 12.
Wir haben dafür bekommen 26. Das sind welche, das ist schnell erledigt. Ich werde das Fahrzeug zu steuern. Mach eine Generalüberholung des Fahrwerks. Machen wir, aber. Griffin! Ein Griffin! Schön. Was haben wir bei ihm noch gehabt hier? Wechsel das Öl und den fahrenden Filter aus. Wir machen erstmal den Typen mit der Bremse. Ah, ich sehe schon Bremsen hier vorne. Was habe ich gesagt? 29%. Ja, was willst du Minimum haben an Prozentzahlen? 54. Ersatzteile. Bremsen belüftet. Brauche ich das jetzt auch nicht in den Einkaufswagen packen, weil das sieht man ja. 54, da könnte ich zum Beispiel Gebrauchte einbauen. Wir mir so dann sogar Geld sparen. Ich sehe gerade, wir sind schon Level 4 und ich habe die Talentpunkte noch gar nicht verteilt, glaube ich, ne? Warum sagt denn hier keiner was? Verfügbare Punkte 2. Kannst dich schneller bewegen, ist uninteressant. Ich würde sagen, einmal Demontage und einmal Montage mitnehmen. Das mit dem schneller bewegen machen wir übrigens als letztes. So, was haben wir hier? Da sieht es auch sehr nach Scheibe aus. Reparieren brauchen wir jetzt erstmal noch nicht, weil wir es noch nicht freigeschaltet haben. Und auch vor allem, was sehr wichtig ist, sind die finanziellen Sachen, weil gerade so ein Getriebe, das kann richtig teuer werden. So, einmal Montage. Hab ich die nicht gekauft? Ne, ich habe nur eine gekauft, ne? So, machen wir die wieder rein. So, dann ist das auch erledigt. Zwei Teile noch, das ist jetzt Vorderachse. Ich mal da einen Blick reinschmeißen. Oh ja, ich sehe schon hinten Bremsscheibe. Zweimal normale Bremsscheiben. Dann auch nochmal OM 132, mal eben. Dann muss man sagen, mit dem doppelten XP, da levelt man wirklich sehr schnell. Vor allem, wenn man so ein Auto auseinander nimmt, wie von der Johanna gleich, dann bekommst du sogar noch mehr XP, weil du musst komplett alles zerlegen. Bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. So, einmal Bremsklötze runter, Scheibe runter. Also in dem Fall, wie gesagt, ne, man macht normalerweise alles. Also im Real Life müsstet ihr jetzt einmal die Bremsscheibe neu machen und die Bremsklötze neu machen. Weil man dann eine bessere Bremswirkung hat. Macht man das nicht, hat man eine unterschiedliche Bremswirkung, was nachher auch bei einer Vollbremsung sehr fatal werden kann. Deswegen ist das ganz wichtig, dass man da immer alles im Real Life achsenweise neu macht. Und wir sind übrigens Level 5. Jetzt gerade waren wir auf Level 4. Kann man mal sehen, wie schnell das geht. Ich finde die Musik übrigens sehr schön. Wie gesagt, ich hoffe mal nicht, dass da Urheberrecht drauf ist. Solange ich die Videos veröffentlichen kann, ist mir das eigentlich relativ egal, weil auf YouTube wird nicht monetarisiert. Es ist nur ein Archiv, da soll man sich das Ganze ohne Werbung anschauen. So, und habe ich recht? Ja.
Brauchen wir auch keine neuen Bremsklötze draufpacken. Da packen wir mal die gebrauchten rein. Fertig. Das müsste der Auftrag durch sein. Der Auftrag ist beendet. Sehr schön. Nochmal 1000 Punkte dazu. Wie gesagt, wir haben noch einen Talentpunkt. Inspektion würde ich jetzt hier einfach mal nehmen. Können wir das ein bisschen schneller gucken. Weil der Teil hier ist zumindest, also das ist uninteressant, aber wir bekommen hier nochmal 15% Rabatt auf die Sachen. Ich habe immer noch einen Talentpunkt. Dann nehmen wir den hier. Und reparieren kann ich momentan noch nicht, weil ich habe es noch nicht gekauft. Guck mal, das kostet 10.000, 1.750. 2.000. Ein Container hinter der Werkstatt ermöglicht die Wiederverwertung von und Aufwertung von Teilen. Der kostet mich jetzt aber 2.500. Ach komm, wir sind mal nicht geizig, wir machen es einfach mal. Das kostet übrigens die zweite Hebebühne 2.500. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, was wir als nächstes machen können. Ah, warte mal, Telefon. Warte, stopp, ich muss da mal raus. Johanna, die wird noch eine Weile warten müssen. Erste Hebebühne. Kriegt einmal einen Ölwechsel. Prüfe die Filter im Fahrzeug und tausche sie aus. Das können wir auch machen. Ich glaube, das ist relativ fix erledigt. So schnell ist das nicht. Kraftstoff- und Luftfilter, den können wir mal eben tauschen. Das kriegen wir hin. Den kann ich hier rausnehmen. Den Luftfilter muss ich mal gucken, was hier denn sein. Da ist er. Dein Luftfilter. Den brauchen wir. Dann können wir auch direkt mal gucken, was der für einen Ölfilter hat. Was ist das für einer? Sobald ich ihn mal sehe, das ist der blaue. Den haben wir bestimmt auch noch im Inventar. Müsste der sein. Anderen haben wir, glaube ich, gar nicht. Ne? Das ist der hier, der RA4. Nein, so rum. Tablet. Du guckst ja auch gerade unter Federung. Da brauchen wir nicht gucken. Kraftstofffilter. Und Luftfilter. So, den einmal da wieder reinpacken. Das ist erledigt. So, den Kraftstofffilter noch eben reinmachen. Ölfilter können wir natürlich so nicht tauschen. Da. Wie gesagt, ich glaube, dafür ist die zweite Hebebühne, glaube ich, ganz gut. Wir eben da durch. Da kommt nämlich der Bus nämlich weg. Aus dem Bus wird dann eine zweite Hebebühne gemacht. Mehr oder weniger. Ja, das ist unsere Werkbank. Wir können hier Sachen wiederverwenden. Das heißt, alles zum Beispiel, was rot ist, bekomme ich dann diesen Bonus. Und diesen Bonus kann ich dafür nutzen, um nachher Sachen aufzuwerten. Alles, was rot ist, würde ich nämlich dann verschrotten. Versuche natürlich immer den besten Bonus zu bekommen. Schade. Und den Rest, den lasse ich jetzt erstmal. Kann ich jetzt zum Beispiel sagen, das ist 100%, den könnte ich jetzt aufwerten. Wir machen es jetzt einfach bei dem Ölfilter. Und drücke jetzt einfach mal Enter Upgrades. Und ihr seht dann, ich bekomme hier Minuspunkte. Und jetzt habe ich einen Qualitätsölfilter von 2. Das heißt, ich habe jetzt einen höheren Wert dadurch. Das ist quasi der Vorteil dadurch, dass ich hier diesen Schrott sammle und nicht direkt verkaufe. Und du hattest jetzt was? Ölfilter, Luftfilter, Kraftstofffilter. Das sind dieselben Filter wie der andere auch. Er hat denselben Ölfilter drin. Kann ich eigentlich ins Tablet gehen hier? So. Achso, den können wir direkt kaufen. Ja. Kraftstofffilter. Und durch die Rabatte sparen wir halt auf Dauer gesehen Geld, was wir wiederum nachher investieren können in den Schrottplatz. Da können wir zum Beispiel Autos kaufen. Wir können dann die Autos restaurieren, komplett. Das heißt, wir können dann
die Teile, die zum Beispiel im Auto sind, was jetzt noch im orangenen Bereich sein muss, nehmen und diese dann restaurieren. Und die können wir dann nachher auch wiederum verkaufen. Das ist quasi so der Vorteil daran. So, den einmal erste Hebebühne. Den benutzen. Nein, Fotomodus wollte ich jetzt nicht. Dann einmal den Ölfilter raus. Muss ich nämlich noch einen neuen kaufen. Da habe ich dann Öl, habe ich ÖF geschrieben. So, der kann weg, der kann zurück. Dann einmal runter. So, Öl ablassen und neues Einfüllen machen wir. Und wie ihr seht, mache ich jetzt hier nicht jedes Mal eine Inspektion. Das heißt, ich könnte, wenn ich darauf anlege, Punkte zu fahren, könnte ich zum Beispiel immer das Multimeter machen, immer Diagnose, den Kompressor machen und so weiter und so fort. Aber das ist mir dann auf der Dauer gesehen dann doch zu doof. Weil das wollen wir dann ja nicht machen. So, den einmal bewegen. Müssen Architekt. Müsste ich gucken, kann weiß ich jetzt nicht. Problem mit Bremsen, Fahrzeug holpert. Nehmen wir mal den. Also Spieler haben wir, glaube ich, sehr viel, was wir machen können. Das ist nicht das Problem, glaube ich. Das ist, also Spieler haben wir, glaube ich, sehr viel. Was das betrifft. Ich möchte jetzt natürlich auch nicht zu viel auf einmal anfangen. Wir müssen natürlich auch immer so eine Grundreinigung bekommen. Obwohl, kriegt der echt einen Ölwechsel? Ja, kriegt nur einen Ölfilter gewechselt, keinen Ölwechsel. Was auch falsch ist, man tauscht nicht nur den Ölfilter aus, man wechselt das Öl. Gleich mit, weil der Ölfilter filtert halt den ganzen Dreck raus. Und da kannst du nicht sagen, nee, wir machen da kein neues Öl rein. Oh, da hat einer einen Zahnriemen. Teil der Motorsteuerung muss gewechselt werden. Oh, das ist auch interessant. Ah, den wollte ich jetzt nicht. Ist aber auch wieder sehr kostspielig, das Ganze. So, fertig. Nächste Fahrzeug. Oh ne, den hatten wir doch schon. Was ist mit dem? Okay, machen wir erst den hier, den Griff hin. Teststrecke. Mal eben eine Testfahrt machen, um zu gucken, wie gut sich das Auto fahren lässt im Endeffekt. Uiuiui, ist aber ganz schön was kaputt, ey. Wenn er so wegzieht beim Lenken. Er beschleunigt auch relativ hoch. Die Bremse ist auch total hinüber. Bremse ist auch hinüber, glaube ich. Spurstangkopf, Koppelstange, Vorderachse, Gummiachse groß, Koppelstange, Vorderachse. Okay, was hast du noch angegeben? Bremse auch? Okay. Was hat denn der hier mit sonstiger Aufgaben? Wahrscheinlich wieder Flüssigkeitscheck, ne? Flüssigkeit wechseln.
Okay, das machen wir mal eben. Macht man so eigentlich auch nicht mit der Bremshöflichkeit, aber gut. Ich sag, das sind so Kleinigkeiten, da kann man mal eben Geld mitmachen. So, dann füllen wir einmal alles auf. Brake full. Übrigens, wenn der automatisch ein Stück runter geht, zwar jetzt, dann ist da genug drin. Und wie gesagt, wir bezahlen das im Endeffekt ja selber. Man kann leider auch keinen Mitarbeiter einstellen, der für einen dann mitarbeitet, dass man da zum Beispiel nochmal Geld reinbekommt. Das heißt, der wäre jetzt zum Beispiel erledigt und wir bekommen 200 dafür. Wechsel das Öl und die Filter aus. Das sind so Kleinigkeiten. Das sieht mir aber eher aus wie so ein BMW. Es könnte ein BMW sein, ne? Ja, es ist, könnte ein BMW sein. Also, was hast du denn für einen Filter da drin? Einen gelben. Wo habe ich denn irgendwo Filter gelistet? Da habe ich zum Beispiel, glaube ich, nicht drin. Doch, da ist er. Das ist der hier. Und mehr wollte ich erstmal nicht. Dann gehen wir wieder rein und machen jetzt erstmal den Wagen hier fertig. So, bei dir war jetzt das Problem mit der Lenkung. Ne? Koppelstange Hinterachse, Koppelstange Vorderachse, Spurstangkopf, Gummilagerbuchse groß. Das heißt, einmal nach oben. Geil, die Musik wiederholt sich übrigens, ne? Ja, du hörst das ja nicht, aber ich weiß halt auch nicht, ob der Urheberrecht drauf ist. Man weiß ja heutzutage nie. Ja, das ist immer so. So, den haben wir schon mal runter. Nee, Inventar wollte ich. Jetzt muss ich natürlich wieder erwähnen, ja, ich weiß, ich bin da schlimm. Wenn man den Spurstandkopf neu macht, muss man das Fahrzeug danach anschließend vermessen, also eine Achsvermessung machen. Weil wenn man das nicht macht, dann fährt das Fahrzeug nicht gerade und ihr fahrt euch die Reifen kaputt. Können wir jetzt in dem Moment noch nicht machen, weil wir den Diagnosepfad noch nicht verfügbar haben. Und sobald wir den Diagnosepfad verfügbar haben, ist es so, dass wir auch Achsvermessung machen können. So, Koppelstange, Hinterachse im Gummilager groß. Das heißt, ich muss hier einmal raus aus dem Menü. Haben wir den Inspektionsmodus. Damit ich einmal gucken kann, wo das Gummilager ist. Das ist grün. Was? Nein. Ich hab Wasser da drin. Mit dem muss ich mal so viel pinkeln. Ich weiß. Da ist die Hinterachse. Wo ist das Gummilager? Ja, das ist alles grün. Das ist super. EP-Grinding ist real. Da ist das Hinter... Da ist das die Hinterachse, der Stabilisator. Gummilagerachse groß, müsste aber Vorderachse sein.
Wesens müsste der hier irgendwo sein. Aber der ist grün. Das sehe ich jetzt zum Beispiel keinen. Okay, machen wir erstmal die Hinterachse. So, komme ich da so einfach dran. Ich glaube, ich habe die Gummiachse gefunden, dann habe ich nicht. Ich kann von unten auch nicht reingucken, sehe ich gerade, weil das unten so ist. Hinterachse, dann Inventar, Hinterachse. Dann einmal Shop. Und dann einmal wieder zusammenbauen. Dann können wir nämlich direkt die Sachen, die kaputt sind, direkt recyceln bzw. verwerten. So, Gummilagerachse. Zu groß. Das Problem ist, ich sehe die jetzt natürlich nicht. Ne? Wir machen einmal das Fahrzeug nach. Obwohl, wir machen eben die Reifen drauf. Und dafür brauche ich zum Beispiel nicht die Reifen abmachen. So, dann gehen wir mal runter mit dem Dingen. Dann werden wir versuchen, mal von oben zu schauen. Die ist gelb. Die ist grün. Die ist gelb. Die ist grün. Ah, ich habe sie gesehen. Da hinten ist sie. In der Hinterachse. Ist auch ein großes Gummilager. Nicht die da so einfach rausschrauben. Ne, erstmal Inventar, dann das Tablet. Ich würde mir wünschen, dass man vom Inventar direkt ins Tablet gehen kann. So, und fertig. Nochmal 150 dazu. Bremse muss repariert werden. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier Teile zerschrott. Und dann werden wir gleich einen Zahnriemen machen. Mal gucken, was wir noch da haben. So. Schade, direkt daneben. Immerhin grün. Denselben Modus gibt es übrigens auch nochmal beim Reparieren. Und dann hat man dann statt ganz viel Gelb, ganz viel Rot mit Minus. Und ich glaube, den Luftfilter kann ich glaube ich nicht aufwerten. Ne? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Wenn wir das Ganze freigeschaltet haben. Dafür brauche ich aber, glaube ich, die nächste Autolackierung. Waschanlage, nein, das ist Diagnosefahrt. Werkstatterweiterung. 10.000 brauchen wir dafür. Dann brauchen wir, hier können wir hier zum Beispiel Bremsscheiben reparieren. Das heißt, wenn wir jetzt 20% haben, können wir daraus 100 machen. Erweitert dann eine Werkbank und ermöglicht Reparieren von Teilen. Restauration Upgrade benötigt. Das heißt hier, also 10.000 wäre zum Beispiel das, aber ich würde jetzt erstmal auf die zweite Hebebühne sparen. Du hattest jetzt nur Ölwechsel, ne? Erste Hebebühne. Filter habe ich ja von dir schon bestellt. Und ich rate das hier so runter, als würde es kein Morgen geben. Sonstige Aufgabe. Guck mal, bei dir, was haben wir bei dir? Oh, schickes Auto übrigens. Was möchtest du denn? Servolenkung nachfüllen. Ach, guck mal, das ist Kleinigkeit. Das ist schnell gemacht. Das gibt Geld. Geld brauchen wir gerade so oder so. Nachher würde ich solche Missionen gar nicht mehr annehmen. Weil das ist Zeitverschwendung dann. So, wir bekommen dafür 28 oder 26. 26. Und du hattest Bremse, Holpert, Fahrzeug. Ja. Defekte Teile, sonstige Aufgaben. War da nicht vorhin noch einer mit einem Zahnriemen? Ich wollte eigentlich einen Zahnriemen machen. Einmal die ganzen Flüssigkeiten wechseln. Ja, machen wir. Den wollte ich ja am Ablassmeter. Wenn das nämlich nicht macht und man nimmt das Ding, also die Sachen so raus, dann ist das Problem, dass ihr Strafe zahlen müsst. Beziehungsweise wir Strafe zahlen müssen und dann wird das teuer verzahlt. Gibt übrigens aber auch einen Erfolg davon, wenn man das macht. Mit dem Öl.
So, das reicht. Wie gesagt, das ist eine Kleinigkeit, da verdient man schnell Geld dran. Und Bremsflüssigkeit wird übrigens auch nicht nachgefüllt. Wenn die runtergeht, ist es ein Zeichen dafür, dass die Bremse mal gemacht werden muss. So. Den noch machen. So, auch erledigt. Das heißt, der ist auch direkt abgefrühstückt. Nimm nochmal 187 dazu. Für die Filter tausche sie aus, ersetzt die Motorsteuerung und sonstige Aufgaben. Dann nehmen wir den doch gleich mit dazu. Dann machen wir jetzt erstmal den, der drin ist, dann den anderen und Johannas Auto, wie gesagt, verschieben wir noch eine ganze Weile. Den einmal Motorhaube auf, den einmal dann hochfahren. Ich darf hier gerade rum wie so ein Irrer. Da haben wir zum Beispiel auch noch Kopf, Gehörschutz heißen die. Mickey-Mäuse, genau. Mickey-Mäuse werden sie auch genannt. Den stellen wir mal zurück. Den nehmen wir mal raus. Machen den neuen da rein, den Ölfilter. Dann müssen wir dann auch mal gucken, ob wir den aufwerten können. Ich glaube zwar nicht. Wenn es haben. Da. Welche Autos habe ich mal gehasst, da Öl nachzufüllen, weil die wirklich schräg sind und dann musst du immer echt aufpassen, mit dem Trichter dann nachfüllen. Weil sonst kann es dir nämlich passieren, dass was daneben läuft. So, 46, das sind so Klecker-Missionen, die bringen nicht viel Geld. Aber die Karrieremodus-Mission, die kosten sehr viel Geld. Bremsen sind schlecht, Wagen zieht die Spur. Ein Problem mit den Bremsen, sonstige Aufgaben. Wagen holpert. Da wir werden hier gerade. Ich kann so viele Aufträge gar nicht machen. Selbst wenn ich jetzt 20 Hebebühnen hätte, die würden immer trotzdem wieder reinkommen. So, bei dir war jetzt was. Fahrzeug ist schwer zu steuern. Und Bremsen sind schlecht. Ja, dann sehe ich schon das erste. Machen wir einmal hier. Nein, den wollte ich nicht. Nein, die Lupe wollte ich. Nein, da wollte ich. Okay, macht er nicht. Müssen wir mal einmal Achse gucken. Eigentlich will ich auf die Achse runter. Okay, mehr zeigt er uns nicht an. Dann müssen wir doch einmal mit dem Probefahrt machen. Und wir gucken einfach mal selber. Vielleicht sehen wir das dann ja. Da sehe ich zum Beispiel, dass da auch wieder was kaputt ist. Das sehe ich daran, dass der halt so ein bisschen angerostet ist. Und zwar hier oben der, den werden wir gleich auch einmal austauschen. Und ich sehe schon hier, guck mal hier, Spurstandkopf ist auch kaputt. Bremsscheibe brauchen wir nicht neu machen, Bremsspitze eigentlich auch nicht. Nein, falsche Zeit. Obwohl, gar nicht. Guck mal, ich kann doch hier direkt an... direkt ins Inventar gehen und den direkt zur Einkaufsliste hinzufügen. Ja, die hätte ich jetzt nicht reingemacht. Ja, ist egal. Der Bremssattel sieht aber auch nicht mehr so schön aus. So, Tablet. Nein, den wollte ich jetzt nicht kaufen. Den brauche ich einmal, die Einkaufsliste löschen. So, den da rein, den festmachen. Und den einmal wieder drauf machen. Und wir sind immer noch Level 5. Wollte ich nur mal angemerkt haben, weil ich gerade gesagt habe, das geht aber so schnell gerade mit dem Leveln. Holpert auch von der Straße, Bremse sind schlecht. Das war zum Beispiel schon mal nicht, was an der Bremse kaputt war. Sehe ich gerade. Holpert, das könnte zum Beispiel der Spurstandkopf sein, der hier kaputt ist. Das sehen wir dann gleich. Der hier, da, der könnte das. Alter Drecksack, du solltest mich doch nicht so weit nach hinten schieben. Es gibt nachher auch im späteren Verlauf Missionen, wo wir ein Getriebe tauschen müssen. Wenn ich
jetzt mal ganz stark davon aus, dass der defekt ist. Na, ich doch. Stabi. Okay. Was sind die Dinger denn sonst noch? Doppelstange, genau. Da wieder rein. So. Okay, gibt es zwei verschiedene. Muss ich dann gucken, welcher das ist. Nein, Inventar. Okay, so kann ich das nicht machen. So, den hätte ich ganz gerne. Nein, wir möchten das noch nicht machen. Wir müssen den hier erstmal noch auseinandernehmen. Dann einmal die Bremse runter, die Scheibe runter. So, die sind Schrott. Was willst du also mindestens Prozent? 84. Das waren jetzt belüftete, ne? Innen belüftet. Bumskatze müsste ich eigentlich noch haben. Ich stelle die 52er drauf. Der ist auch noch okay. Wie gesagt, nachher kann man das reparieren. Und dann kann man das auch verkaufen. Wenn man jetzt nicht so viel Geld hat, kann man natürlich auch sagen, nehmen die gebrauchten Teile und vertickern die da rein. Da bauen die da ein. Man sieht, man bekommt auch nicht ganz so viel Geld. So, wie sieht das aus? Okay, Bremsen. Hinten hat er noch Holpern. Einmal nach oben, dass wir einmal checken können wegen der Achse. Holpern hört sich an wie Federung. Ist sehr nach Federung an. Das Stoßdämpfer, Vorderachse, Hinterachse. Radlager ist kaputt. Okay. Das kann ich zum Beispiel nicht prüfen. Das kann ich nicht prüfen. Das kann ich alles nur über eine Diagnosefahrt. Okay. Ja, wirst du wohl. Kann ich auch nicht prüfen. Stabilisator ist orange. Ja, ist orange. Okay, dann den einmal runter. Das heißt, vorne links das Radlager ist kaputt. Scheibe hinten auch, die Scheibe ist hinten auch kaputt. Bremssattel brauchen wir auch noch. Haben wir. Den brauchen wir. Davon brauchen wir zwei. Belege haben wir eigentlich noch. Aber wir können mal eben die Einkaufsliste leer machen. Das sollen wir richtig hinsetzen hier. So. Schmeißen wir die rauf. Ja, den müssen wir neu machen. Wie gesagt, den können wir auch eventuell nachher reparieren, sobald wir genug Geld haben. Deswegen will ich das noch nicht wegschmeißen. Können wir da nämlich wieder gebrauchte Sachen irgendwo verbauen. Oder halt verkaufen für guten Preis. Das wäre auch alles möglich. So, den haben wir erledigt. Machen wir den hier. Obwohl mir der jetzt nicht danach aussieht, als wäre da die Scheibe kaputt. Moment, war das jetzt alles an Bremse? Teile nicht gefunden. Okay, dann ist das hier wahrscheinlich der Rest. Ja, Bremsklötze. Ja, Bremsklötze sehen danach aus. Ja, vielleicht auch wieder der Bremssattel. Ja, Bremsklötze sehen so ein bisschen rottig aus. Beim Bremssattel, da wird auch was kaputt sein, denke ich.
So. Das ist nur noch ein Teil. Ach ja, das Teil oben noch. Ja, genau. Das Teil oben. Weil ich jetzt nicht weiß, ob es ist das... Ne, es ist nicht das Steuergerät, es ist das andere. Warte. Radlager? Nein. Radlager. Elektro. Der hier ist das. Einmal runter, dann einmal den Deckel ab. Da müsste man normalerweise drankommen. Was natürlich im Real Life nicht so einfach geht. Gibt auch Modelle, also das letzte, was ich zum Beispiel wusste, war beim VW Touran, also diese großen, oder auch beim Audi, gab es damals, ich denke mal, gibt es heute wahrscheinlich immer noch, dass wenn du das Radlager neu machen wolltest, musstest du sogar das komplette, wie heißt das denn jetzt? Also nicht nur das Radlager, sondern das komplette Ding hier. Da, wo diese drei Schrauben drin sind. Ich weiß jetzt nicht gerade genau, wie es heißt. Das musstest du damals nämlich auch neu machen. Problem ist allerdings bei Audi, VW und Skoda, weil das ja alles eine selbe Marke ist, ist das Problem, dass die statt, ich sag jetzt hier mal so einen normalen Kopf, ja hier so mit Muttern und Schrauben das dran haben, dass die da Tox-Schrauben drin haben. Und wenn die festgegammelt sind, muss Mahlzeit. Kriegst du nicht mal eben lose. Hä? Ja. Weil die kriegst du nicht mal eben ab. Und wenn die abreißen, dann hast du ein Problem. Wie sagten sie immer, nach fest kommt ab. Und wenn du abreißt, kommt dein Kopf ab. So, Fahrzeug ist fertig. Das hat jetzt. Das hat jetzt ein bisschen mehr Geld gegeben, das ist schon mal schön. Nein, wir werden die Hebebinde noch nicht kaufen. Da werden wir noch ein bisschen mit warten. Und hier Inventarplatz leer machen. Scheibe, die müssten wir eigentlich nachher reparieren können. Weil was hier alles liegt, Auspuff und sowas, ne? Das ist alles so. Wie gesagt, das wird alles noch mit der Zeit. Das dauert aber noch. Was haben wir denn jetzt aktuell an Aufträge? Bremsen, Motoröl. Wir machen jetzt erstmal die Fahrzeuge weg, die wir jetzt da gerade da haben. So, was hast du für ein Problem? Riemenspanner. Bremsen sind schlecht. Teile nicht gefunden, kann ich dir schon mal sagen, was schon mal sehr schlecht ist, und zwar das hier. Ohne zu gucken. Ich weiß nicht, wie viele haben wir jetzt in diesem Stream jetzt rausgenommen und erneuert? Ich glaube einige, ne? Sehr viele, glaube ich sogar. Die nehmen wir mal direkt mit raus und gucken uns den auch mal an. So, wie viel hat er denn hier? 19%. Ja. Shop. So, wie viel hat er jetzt hier noch? 47, wie viel will er mindestens haben? 42, also ist noch im Bereich des Machbaren, beziehungsweise im Bereich, wo der Kunde sagt, ja, das will ich so haben. Nämlich damals bei meinem ersten Durchlauf bin ich relativ schnell pleite gegangen, weil ich alles auf 100% gemacht habe, weil ich es so gemacht habe, wie ich es gelernt habe. Alles achsweise austauschen, immer. Und deswegen bin ich da ganz schnell pleite gewesen. Da sehe ich schon, dass der Bremssattelträger vorne kaputt. Ja, da sehe ich schon. Der ist nämlich hinüber. Wir einmal komplett alles auseinander. Ich glaube, Scheibe brauchen wir nicht tauschen. Die sieht noch soweit ganz gut aus. Die Bremsscheibe ist am 51%. Ja, ist noch okay. Also 48 ist Minimum. Kommen die wieder drauf. So, was haben wir hier?
Da sah ich doch, der Bremssattel, der ist defekt. Bremse. Ach, falsches Bild. Den brauchen wir. So. Er ist fertig. Den einmal losmachen. Den nehmen wir auch einmal auseinander. Die Bremsen sehen gut aus. Schaber eigentlich auch. Gut, dann den hinteren. Ah, da sehe ich schon. Bremsscheibe, Bremssattel. Ja, Bremssattel auch. Ja. Den können wir mal komplett auseinandernehmen. Ich will mal darauf tippen, dass die Klötze auch Schrott sind. Und wir gucken mal, habe ich recht? Ja, die Scheibe ist auch Schrott. So, was haben wir hier? Dann machen wir die 73er drauf. Den müssen wir wahrscheinlich neu holen. Ja, müssen wir. Wir machen auch immer nur das neu, was neu gemacht werden muss. Wir müssen irgendwie Geld sparen. So, den da drauf. Und dann ist das schon erledigt. Et voilà. Nur schon mal 3000 ein. Wir kaufen immer noch keine Hebebühne. Ich würde sie gerne kaufen, aber es ist noch ein bisschen zu weit weg. Man muss auch übrigens keine zweite kaufen, weil es sich nicht lohnt. Ich sag mal so, es lohnt sich dann, wenn man sagt, okay, ich möchte ein Fahrzeug restaurieren und ich möchte aber weiter nebenbei noch Aufträge machen. Dann kann man darüber nachdenken. So, du gehst einmal auf die Hebebühne. Ein Jaguar, das ist übrigens aus dem DLC. Da habe ich zum Beispiel noch nicht drin umgeschaut. Scheiße, sieht der... Ach, Kind, warum rosa? Warum? Wieso? Ja, das passt einfach nicht mit der Farbe. Ja, das Blau lässt sich drüber streiten. Ist nicht die hübscheste Farbe. Sagen wir mal so. Ist wahrscheinlich, weil das alles ausgeglichen ist, ausgebleicht ist. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Bremse und... Ja, ja. Ja, deswegen sieht der auch wahrscheinlich so aus. Fischer habe ich. Was war das andere? Servo, ne? Servoflüssigkeit. Ach ne, wechseln oder... Nachfüllen. Was ist das Ding denn hier? Ach ja, Jaguar. Der hat den Motor hinten. Jetzt komme ich aber da nicht dran. Ach, der ist denn da hinten? Hä? Ja, ganz verstehen tue ich das jetzt auch nicht.
Machen wir mal eine Probefahrt. Ja, ich habe alles offen gelassen. Ach, ist wieder so ein ausländisches Modell hier. Alter, bei dem ist nicht nur die Bremse kaputt, bei dem geht sogar die ganze Lenkung weg. Also die Bremse ist auf definitiv kaputt, das merkst du auch beim Bremsen. Ja, könnte man. Aber kann ich nicht, weil es kein Kundenauftrag ist. Ja, keine Ahnung, ich habe irgendwas mitgenommen. Hä? Ja, Bremsbeläge, Bremsscheibe, Bremsbeläge, Bremsscheibe, Bremssattel. Ja, komm, dann machen wir den eben. Arsch und den mit dem Griffen und dann ist der relativ schnell erledigt. Dann haben wir das auch mal gehabt, das Auto. So. Und dann noch so komische Felgen, ey. Ja, hier ist die Bremsscheibe kaputt. Und sogar belüftet. Machen wir es direkt so rum, weil wir müssen gleich so Bremsteile noch bestellen. Da sehe ich schon, Bremssattel ist auch kaputt. Der rechten Seite. Der linken Seite, also quasi von uns jetzt aus gesehen rechts. Mich da. So. Scheibe sieht mich sehr gut aus, ist wahrscheinlich nur der Bremssattel kaputt. Plätze sehen eigentlich auch noch okay aus. Wie trotzdem einmal runter, um das Ganze anzuschauen. Ich sehe es ja sonst nicht. Na, Schmierfett drauf schmieren. Stimmt. Also wenn du da Schmierfett drauf schmierst, dann hast du gar keine Bremse mehr. Manche hatten ja eine Bremse, ne? So, erledigt. Beläge und Scheibe müssen wir noch tauschen. Ja, ja. Musst du ja vorsichtig fahren, weil sonst wird Bremse ja teuer. Das ist mal jemandem erzählt haben und die sich nachher in den Arsch gebissen hat, weil die Bremse kaputt war. Ich glaube, das war die andere Seite, ne? Wenn man nicht sieht, ob die Bremse hier kaputt ist. Okay, die ist in Ordnung, dann will ich darauf tippen, dass das die linke Seite ist. Wo man einfach so durch die Felgen lupen kann. Scheibe. Ja.
Reifen drauf und dann ist das Auto auch erledigt. Hey, Bremsbeläge. Ach, der andere hat jetzt Sonderbremsbeläge? Das gibt's doch gar nicht. Übrigens, mein Profilbild. Das passte gerade einfach so. Ich musste gerade an dieses Bild denken, als ich ein Bild rausgesucht habe für den Kanal und auch für YouTube und Twitter. Wo ich mir dann gedacht habe, okay, wo ist das Profilbild? So, jetzt geht's sofort weiter. Ich musste nämlich gerade... Oh, Telefon, bin gleich wieder da. So, jetzt geht's weiter. Ich muss jetzt wieder unterbrechen wegen Telefonat und eben dann habe ich mir gedacht, okay. Oh, kannst du mal eben fix aufs Klo gehen? Hä? Ja, ja. Wir sind seit 3 Stunden 38 sind wir am Stream. Deswegen darf man auch eine Pinkelpause machen. Luftfilter, Kraftstofffilter, Ölfilter. Thank you.
heißt, er hat entweder den blauen Filter drin. Falsche Taste. Den brauchen wir, den brauchen wir. Ach, Leertaste drücken. Macht er jetzt nicht, ne? Nein, den solltest du nicht einbauen. So, Shop. Die haben mich jetzt mit den Sachen ganz durcheinander gebracht hier. Was wolltest du noch? Kühlmittel wechseln, Servo. Ich würde sagen, Servo und Kühlflüssigkeit machen wir direkt raus. Die müssen wir so rausmachen. Dann muss ich gleich mal gucken, wo ich da am besten. Ja, der muss nämlich auch raus. Machen wir auch mal raus. Den Riemen. Es geht bei dem aber schnell in seinen Riemen zu wechseln. Macht der lange Schrauben da dann. Noch irgendwo eine Schraube da oben. Und Wasserpumpe muss auch neu. Das habe ich mir schon fast gedacht. Nicht? Warum kann ich den noch nicht rausnehmen? Den auch nicht? Muss ich erst die Pumpe rausnehmen? Nein. Okay, er will erst, dass ich den Riemen abmache. Nicht ganz richtig, weil normalerweise machst du immer erst die Umlenkrollen los. Beziehungsweise du stellst dir den Riemen erst ein. Und machst das dann fertig. So, Moment, lass mich gucken. Nockenwellenrad, Typ A, Typ B muss ich machen. Riemenspanner. Nockenwellenrad, das heißt, ich muss das oben auch abmachen. Das heißt, die sind hier. Ich muss ich da den ganzen Ventildeckel rausnehmen. Doch wieder erst Kette runter machen. Ja. So, den können wir einmal entfernen, dann einmal ist fertig, der ist fertig, der ist fertig. Wasserpumpe brauchen wir einmal. Zahnriemen machen wir auch neu. Riemenspanner einmal neu. Uhrentyp neu, Steuerkette einmal neu, den auch einmal neu. So, dann die Sachen wieder rein. 70% will der Minimum haben. Ach, dann lässt man wieder auch den Zahnriemen nicht neu haben. Das würde ich bei der 1 sogar auch den Zahnriemen neu machen. War das gerade gar nicht. Und 70, ja, dann kann man den ja lassen. Okay, die Hälfte wieder rein.
Wir haben natürlich die ganzen Schläuche und sowas, ne? Also das sollte jedem klar sein. So, dann den Behälter mal auffüllen. Ah, zum Glück habe ich die Pausentaste wieder weggemacht. Ich gucke gerade rüber. Läuft die Aufnahme noch? Ja, Aufnahme läuft wieder. Wäre dann schön doof gewesen. So, Ölfilter noch und ansonsten haben wir eigentlich alles. Also er will eigentlich gar keinen Ölwechsel haben, er will nur den Filter getauscht haben. Dann machen wir das doch einfach. Das ist eigentlich total dumm, das ist normalerweise tauscht immer den Ölfilter und das Öl. So, was haben wir denn hier rot? Wasserpumpe. Den Rest behalten wir jetzt erstmal, bis ich die Garage habe und dann die Aufwertung. So. Bremsen sind schlecht, Motorsteuerung muss ausgewechselt werden. Dann können wir gleich danach den anderen Wagen machen. Was hat denn unser Sonstigem? Gar nichts. Wasserpumpe, Riemenspanner, Zahnriemen. Nein. Den kann ich so noch nicht machen. Komm schon mal. Oh. Muss auf jeden Fall neu, Wasserpumpe muss neu. Das ist nicht die Wasserpumpe, das ist, müsste Servo sein. War das jetzt doch die Wasserpumpe? Nein. Doch, war die Wasserpumpe. Okay. Was noch? Zahnriemen. Maschine muss auch raus. Ich muss dieselbe Pumpe muss ich auch rausnehmen. Wie es aussieht. Sicher bin ich mir gerade nicht. So, nein, da wollte ich jetzt noch nicht hin, aber ich habe schon gesehen, dass die Bremse da kaputt ist. Dann mit dem Behälter auch mal raus. Die Maschine muss anscheinend auch raus. Ich bin gerade nicht so sicher. Jetzt nimmt er die Reifen ab. Oh. Mann, ich will den blöden Zahnriemen machen, nicht die Reifen. Meine Güte. Ist doch gar nicht. Wieso komme ich bei dem nicht am Zahnriemen dran? Er meinte nicht den Zahnriemen. Ach, Riemenspanner. Doch, Zahnriemen.
Wieso komme ich bei dem nicht da dran? Ja, die Schrauben werden ja nicht angezeigt. Jetzt muss ich gucken, wo die Schrauben sind. Verwirrung? Ja, leicht verwirrt, ja. Inventar. So. Dann Shop. Nein, du sollst nicht den Reifen da drauf machen. Wie viel Prozent will er denn haben? 58. Da suche ich mir jetzt einen Wolf, ob wenn ich danach suche. Nein, nicht den blöden Reifen, Mann. Ich bin immer so einen blöden Reifen gerade gewaltig auf die Nerven. Ich will doch nur das Ding in hier zusammenbauen. Den Behälter habe ich schon zusammengebaut. Nee, warte mal, nein, stopp. Leute, doch, hab ich. Alles gut. Ich kann sagen, ich habe das Ding noch gar nicht so reingebaut. Teile von der Bremse sind schlecht, aber die sind in Ordnung. Lässt er mich nicht an die Bremse. Wie wollte der haben? 58 Minimum. Was los?
Na komm schon. Runter mit den Reifen. Ich hab gesagt, runter mit den Reifen. Hä? Machen wir auch nicht mehr so lange. Ja, mach das. Kannst auch anders, sonst ist mir egal. Mach gleich den einen Auftrag von der Johanna noch fertig und dann höre ich auch auf, weil ich will ja dann Videos hochladen. Ja, Schatz, ich muss auch noch die anderen Videos hochladen, da hast du recht. Unter anderem auch FIFA spielen, ja. Ich suchte es gar nicht, ja? Es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Aber jetzt mal eine Probefahrt mit dem Auto. Und was brauchen wir gar nicht? Wir haben einen Inspektionsmodus, das könnten wir eigentlich auch machen. So, machen wir es doch anders. Nee, ich will. Nein, das wollte ich auch nicht. Wollte ich auch nicht. Das wollte ich. Oh, sind die Kerzen auch kaputt. Sieht schon mal okay aus. Oh, not really, ja. Einmal alles durchlaufen lassen und dann gucken wir mal.
trotzdem Talien noch nicht gefunden, aber trotzdem mit Probefahrt. Oder irgendwas anderes ist jetzt mit dem Auto, dass wir keine Probefahrt machen können. Oh. Das ist nicht euer Ernst. Tauschen jetzt aber alles aus. Die Flüssigkeit würde ich jetzt noch nicht machen, weil ich nicht weiß, wie die Wasserpumpe aussieht. So, wie sieht's jetzt aus? Können wir jetzt eine Probefahrt machen? Na, endlich. Zeit, dass wir die Dingens bekommen. Den Diagnosefahrt. Oh, voll davor gebrettert. Aber er lässt sich auch sehr bescheiden lenken. Ja, da haben wir doch alles, was wir brauchen. Und ab auf die Hebebühne. Jetzt haben wir alles gefunden. Also Zündketten sind kaputt, Zündspul ist kaputt. Riemen brauchen wir. Okay, Wasserpumpe hat es jetzt nicht beansprucht. Gelistet, sag ich jetzt mal. Guck mal, nicht dann, dann mach erst die Rolle weg. Wir einfach dadurch die Schraube lösen können. Ja, irgendwo müsste noch einer sein. Da oben. Wasserpumpe sieht aber ehrlich gesagt noch gut aus und die hat sie auch nicht beanstandet. Den machen wir auch einmal ab hier. Nochmal einen Blick ranzuschmeißen. Das sieht aber gut aus. Also erstmal. Und die Zündkerzen raus. So, den müssen wir auch einmal neu machen.
Ah, ja, ich sehe gerade den Fehler. Wir müssen den natürlich auch losmachen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Muss ich den aber rausnehmen können? Ah, okay. So, Inventar. Das brauchen wir, das brauchen wir, das, das, das. Das, das und das. Ja. Linkrolle bis wieder zurück in den Shop. Könntest du den Kürzen auch direkt wieder reinmachen? Ich denke gerade, wir sind Level 7, dann können wir uns mal langsam das Schrauben wieder erhöhen oder das halt mit dem Geld sparen. Wobei ich eher sagen würde, wir machen erst Geld sparen. So 10-15%, das macht sich schon bemerkbar auf Teile. Kamera will manchmal nicht so, wie ich das ganz gerne haben will. So, jetzt müsste das eigentlich soweit erledigt sein. Dann kann ich auch die Kühlflüssigkeit jetzt, ja, ich weiß, einmal da machen. Dann können wir die auch direkt neu machen. Ja, bist du wohl? Vier Punkte. Da brauche ich drei Punkte. Oh. Dann warten wir es noch, den einen Punkt, und dann könnten wir dann nämlich gleich die 15% dann auch nochmal bekommen. Weil die Musik geht mir gerade auf die Nerven. Ah, Bremssattel ist noch gut, den können wir noch lassen. Vielleicht nochmal gucken, welche Gummibuchsen kaputt sind.
Der hat einen kaputten Auspuff. Wir nehmen mal schon ein paar neue Aufträge an. Der hat einen kaputten Auspuff. Und der hat eine Federung kaputt. So, Inspektionsmodus. Wieder falsche Taste. Erstmal gucken, wie viele Rubybuchsen sind denn kaputt? 1, 2, 3, 4 Stück sind kaputt. Nee. Da wieder eine Bremse rein. Vielleicht können wir uns danach schon die zweite Werkstatt, die zweite Hebebühne kaufen. Wir gucken mal, was wir dann sonst noch haben. Haben wir sonst noch irgendwas wie an Gummibuchsen? Da ist noch eine kaputt. Es ist immer doof, dass nicht alles angezeigt wird. Die ist kaputt. Das sieht sehr danach aus, als wäre die kaputt. Den haben wir gerade gemacht. Machen wir den als nächstes. Warte mal, wie viel Prozent wir denn haben? 81. Haben wir denn Belege mit 81%? Ne, haben wir natürlich nicht. Falsche, da wollte ich hin. Dann machen wir da auch eine neue rein. So, wo ist die andere Gummibuchse? Das waren die hier, glaube ich, ne? Und die ist fertig, die können wir wieder zusammenschrauben.
Da können wir nämlich schon gleich schon fast. Ich glaube, die müssen wir neu machen, ne? Nee, müssen wir nicht. Okay, brauchen wir nicht nur noch den Ölfilter und dann ist das erledigt. Dann können wir eigentlich jetzt gleich schon die Hebebühne kaufen, beziehungsweise ich gucke gleich erstmal, was wir jetzt noch zur Auswahl haben. Würde ich nämlich direkt die Hebebühne kaufen. Willst du auch, dass das Öl abgelassen wird? Den falschen Ölfilter reingebaut. Ach, der ist von der Prozentzahl ist der zu niedrig. Öl. Ich habe keinen neuen eingebaut, das kann natürlich auch sein. So, Auto ist fertig. Guck mal, es gibt mal richtig fett Knete. $5000, dann könnte ich das nochmal erweitern. Wir könnten eine Autowaschanlage machen, was aber jetzt momentan noch uninteressant ist. Weil ich jetzt komme, wir holen die Hebebühne. 2500. Eine zweite Hebebühne ist natürlich optimal. Und da warte ich natürlich noch auf die zwei Punkte, also auf das nächste Level Up. Ja, da so sieht das aus quasi, wenn man zwei Hebebühnen hat. Das ist natürlich optimal. Dann können wir direkt die ganzen Sachen schon mal... Hebebühne, ja, das ist natürlich jetzt doof, du wirst halt wieder reingepackt, ne, in die... in die Werkstatt. Dann bekommen wir das nächste. Nächsten Karriereauftrag. Den machen wir aber später. Jetzt erstmal die normalen Aufträge an, weil die Karriereaufträge, die hauen mich nicht ab. Bleiben nämlich eine ganze Zeit lang. Dann werden wir das nächste Mal die anderen Autos machen. Ach, ich habe schon 5 hier stehen. Okay. Gut. Werden wir uns dann das nächste Mal drum kümmern. Ich werde jetzt noch eben Sachen verschrotten, die ich verschrotten kann. Und dann werden wir auch aufhören für heute. Dann haben wir nämlich gleich 3 Stunden voll. So. Den Rest nehmen wir dann erstmal auf. 2600 haben wir noch. Wir speichern das Spiel einmal. Da gespeichert. Sehr schön.